Ja, einen schönen guten Morgen oder was auch immer für eine Tageszeit sein sollte für die, die uns zeitversetzt, zeitsouverän sehen und hören. Willkommen zur 46. Peira-Matinée. Peira, die Gesellschaft für politisches Wagnis, macht ja regelmäßig solche Matineen, dieses Jahr etwas weniger aufgrund der besonderen Umstände. Es war für uns sicherlich ein sehr schwieriges Jahr, aber ich freue mich umso mehr, dass wir uns heute wieder zusammenfinden konnten und ein Thema haben, das gewünscht wurde aus dem Kreis unserer Mitglieder, nämlich eine stärkere Beschäftigung mit dem indopazifischen Raum. Und umso mehr freue ich mich, dass wir da eben auch jemanden begrüßen können, der sich auskennt und der bereit war, eben auch eine Diskussion über Geopolitik im indopazifischen Raum zu führen, nämlich Matthias Garscha. Also herzlich willkommen, Matthias. Ja, Gerne und willkommen auch an euch. vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, damit wir ein bisschen mehr über dich wissen? Also wir haben natürlich was schon in den Ankündigungstext gesetzt, aber vielleicht kannst du das nochmal mit eigenen Worten kurz zusammenfassen und dann können wir einsteigen. Ja, vielen Dank, Martin. Ich freue mich, heute hier zu sein. Wir haben ja nach einer längeren Pause und im Sommer wiedergefunden und auch schon ein bisschen was im Klabautercast für dich produziert und haben dann halt uns verständigt, nachdem du mir gesagt hast, dass da ein Interesse besteht, über den Indopazifik zu reden, diese Matinée geplant. Zu mir, ich habe den Martin vor über 10 Jahren bei den Piraten kennengelernt. Ich war von 98 bis 2011, 12 ungefähr Unternehmer im Micropayment-Bereich, also Bezahlsysteme im Internet. Dann habe ich ab 2011, 12 an der Jahreswende mich bei den Piraten engagiert in verschiedenen Foren im Bereich der Finanzen und von Europa. Und wie wir alle wissen, ist das leider dann mit den Piraten ein bisschen entgleist. Und dann habe ich mit Gleichgesinnten, von denen auch viele, die ich damals kennengelernt habe bei den Piraten, also da zusammen mit mir einen kleinen Think Tank gegründet haben im Jahre 2016. Das ist ANAP Economics e.V. Und da beschäftigen wir uns mit vielen Fragen, also Makroökonomie, dem Rechtssystem, dem Accounting und Political Science. Und du kannst das vorstellen wie so eine Mengenlehre. Da sind die Schnittmengen und im Zentrum steht unsere ANAP Economics, also mit so einer multiperspektivischen Perspektive auf die Probleme unserer Zeit. Ja, wir wollen uns heute mit Geopolitik im indopazifischen Raum beschäftigen. Der indopazifische Raum ist ja hier so ein bisschen weniger im Fokus, aber wie wir dann noch sehen werden, ganz wichtig. Ich habe zur besseren Orientierung mal eine Karte hier eingeblendet. Die gibt es auch noch mal als Hintergrund hier, aber hier jetzt noch mal im Ausschnitt vielleicht besser zu sehen. Das zeigt den indopazifischen Raum, also den Raum, über den wir sprechen. Die Karte ist aus der Wikipedia, also von jemandem namens Eric Gabar, die erstellt hat. Also auch dem Urheberrecht entsprechen hier, also das ist Creative Commons natürlich. Und hier dieser Ausschnitt ist, glaube ich, den haben wir gewählt, also jetzt auch Matthias hatte nochmal gesagt, die USA sollte auch sichtbar sein. Wir sehen also rechts die USA und dann sehen wir den eigentlich indopazifischen Raum, der hier auch so ein bisschen nochmal dunkler dargestellt ist und der eigentlich, wenn man es genau nimmt, sogar noch die arabische Halbinsel mit einschließt, die wir hier nur so ein bisschen sehen. Also das gehört natürlich auch noch da rein und da gibt es natürlich auch nochmal spezielle Verwicklungen. Und ja, das lasse ich mal erstmal so ein bisschen stehen. Bis dann Matthias mit seiner Präsentation beginnt. Da können wir uns dann schon mal so ein bisschen an diesen besonderen Blick, der ja anders ist als der europäische Blick, gewöhnen. Und im Hintergrund gibt es die Karte immer noch weiter, sodass wir uns dann vielleicht auch da noch mal ein bisschen umgewöhnen können, was so die Weltsicht angeht. Also für uns Europäer, Martin, ist diese Perspektive ungewohnt.
weil wir, wie gesagt, seit Jahrzehnten halt in unseren Medien und diese mit Europa und Afrika im Zentrum Karte gewohnt sind. Was einem sofort auffällt, wenn man diese Karte sieht, ist diese unglaubliche Ausweitung des Pazifischen Ozeans, finde ich immer. Das wirkt bei mir dann immer am stärksten. Diese Dimensionen, um die es da geht. Wenn wir jetzt den Atlantik als Vergleich dazu nehmen würden, dann wird man mal sehen, wie klein der Atlantik eigentlich ist im Verhältnis zu diesem Pazifischen Ozean. Bevor ich die Lecture, also ich will beginnen mit so einer 20, 25-minütigen Präsentation. Da habe ich was vorbereitet mit 10, 11 Slides. Anschließend werden wir dann also in das normale Matinee übergehen, wie es bei euch gewohnt ist. Und ich möchte beginnen mit dem Begriff Indopazifik. Das ist ein, Martin hat mir vorhin gesagt, in seiner sprachwissenschaftlichen Arbeit schon ein alter Begriff, ein lange bekannter Begriff, aber in der politischen Arena oder in der geopolitischen Arena ist es ein sehr junger Begriff, der eigentlich erst in der Administration von Donald Trump ausgeformt wurde. Steht ein bisschen im Zusammenhang mit diesem Quad-Verbund, also mit wo die Inder, die Japaner, die Australier und die Amerikaner Mitglied sind. Und wenn man halt Indiens Lage sieht, die liegen halt nicht im Pazifik, die Inder. Die liegen im Indischen Ozean. Und vorher wurde in den politischen Debatten, in den IR, in den International Relations, immer der Begriff Asien-Pazifik, Asia-Pacific verwendet. Und das ist jetzt, wie gesagt, erweitert worden auf den Begriff Indo-Pazifik, weil Indien mit in den Fokus geraten ist. Das ist, glaube ich, die Erklärung, die man sagen kann für diesen neuen Begriff, der uns hier die Namensgebung gegeben hat. Ein übergeordnetes Thema ist sicherlich noch die Frage, es gibt den bekannten Begriff Thucydides Trap, also die Falle des Thucydides. Das ist ein Historiker aus der Antike, der damals den Peloponnesischen Konflikt geschrieben hat mit der aufsteigenden Macht Athen und der absteigenden führenden Macht Sparta. Das ist ein Synonym geworden im Lauf der Geschichte für dieses komplizierte Verhältnis, wenn eine Hegemonialmacht einen Niedergang erlebt und eine andere Macht einen Aufstieg erlebt, dass das immer eine problematische Situation ist. Und in den letzten Jahren wurde das gerade in Amerika, aber in der ganzen Welt eigentlich, ein Forscher in den USA hatte ein Buch darüber geschrieben, sogar mit dem Namen Thucydides Trap, und ist ein Konflikt zwischen dem Aufsteigenden und der aufsteigenden Macht China auf der einen Seite und dem bisherigen Hegemon USA, der einen relativen Abstieg dann im Verhältnis zum Aufsteiger erlebt. Ist das so eine große Tension, dass die unvermeidlich in einen Konflikt führt oder ob der halt vermieden werden kann? Mit diesen beiden Vorbegriffen, also diese Thucydides Trap und den Begriff Indo-Pazifik erklärt, möchte ich jetzt die Lecture beginnen. Einen Moment bitte. Gut, dann muss ich das hier stoppen. Moment. Und jetzt kannst du den Bildschirm teilen. Ja, das funktioniert. Sehr schön. So, ich hoffe, dass Sie es jetzt alle sehen. Oben das Logo nochmal von unserem kleinen Think Tank, unserem kleinen Verein. Das hinten auch Academy for New European Political Economics ist dann, für das steht das. Geopolitik im Indopazifik heute fürs Matinee von Pyra vorbereitet. Ich beginne mit einem kurzen Abriss des Verhältnisses zwischen China und USA im Kalten Krieg. Nach der Machtübernahme der Kommunisten 1949, der KP Chinas unter Mao und dem danach folgenden Koreakrieg gab es also überhaupt kein Verhältnis mehr zwischen beiden Ländern, außer dass man sich auf einen Waffenstillstand auf der koreanischen Halbinsel 1953 verständigt hat, nach dem Tod von Josef Stalin. Also keinerlei diplomatische Beziehungen. Es gab einen Geheimkanal,
über die Botschaft in Warschau. Aber wie gesagt, bis zu den Geheimverhandlungen von Kissinger 71 war da eigentlich so gut wie kein Kontakt. Gegen den Willen der USA ist China 1971 mit einer Mehrheit in die UNO aufgenommen worden. Vorher war die Insel Formosa, bekannt als Republik Taiwan, Mitglied. Aber wie gesagt, die Mehrheitsverhältnisse haben sich im Laufe der Jahrzehnte verändert und China ist dann 1971 aufgenommen worden. 1969 bis 1972 gab es eine Neuformierung der Großmächte. Obwohl Russland oder die Sowjetunion damals und China beides kommunistische Mächte waren, haben beide in einem ideologischen und in einem auch Großmachtkonflikt sich im Laufe der 50er Jahre und 60er Jahre immer mehr entfremdet. Das hat dann also in Grenzkonflikten 69 bis 71 sogar dann einen Höhepunkt erlangt und beide haben einen Führungsanspruch innerhalb des sozialistischen Lagers. Und dann kam es nach dem Prager Frühling zu einer Annäherung der Chinesen, weil die Sowjetunion als größere Bedrohung wahrgenommen haben nach 1968 als die USA. Also das war der Wandel in der Perspektive Chinas, Sowjetunion größere Bedrohung als die USA. Kam es dann zur berühmten Nixon-Reise nach Peking im Februar 72 und zu einer Neuformierung der Großmächte. Das hat dann zwar bis 1979 gedauert, weil Mao ist gestorben, 76, Chu Enlai kurz vorher. Deng Xiaoping hat 1978 erst in der Nachfolge durchsetzen können. Und dann kam es bei seiner Reise oder kurz vor seiner Reise in die USA 1979 zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Und was wir heute uns kaum noch vorstellen können, die USA und China waren Bündnispartner gegenüber der Sowjetunion. Und die Amerikaner haben Horchposten und Intelligence-Stationen in der Volksrepublik China, in Xinjiang und in der Inneren Mongolei unterhalten, um die russischen Aktivitäten zu beobachten. Also man war verbündet gegenüber der Sowjetunion im Kalten Krieg. 1989, 91, das berühmte Ende der Geschichte, Fukuyama, haben wir im Westen so wahrgenommen, dass die internationalen Beziehungen, ja, der Beginn einer Hegemonie des liberalen Paradigmas sozusagen, dass die Weltgeschichte das als einen Endzustand anstrebt. Die USA waren ein wohlwollender Hegemon und man hat sich eine multilaterale Governance vorgestellt und entwickelt. Und die Wahrnehmung in China war eine diametral andere. 1989 hat dort zu einer Wende geführt. Nicht mehr die Sowjetunion, die ja gerade sich aufgelöst hat oder in der Auflösung war jetzt die Gefahr, sondern die Vereinigten Staaten sind jetzt wieder die größte Gefahr geworden aus Sicht der chinesischen kommunistischen Partei. Und dafür stehen drei Ereignisse, Trifecta genannt. Das Tiananmen-Massaker, wo die kommunistische Partei halt das Gefühl hatte, dass USA immer noch nicht es aufgegeben hatte, einen Re Regime-Change auch in China herbeizuführen, wie er halt vorher in Osteuropa und in der Sowjetunion vollzogen worden ist. Die Auflösung der Sowjetunion hatte ich schon genannt im Dezember 91 und noch der Golfkrieg im Nahen Osten, wo die Chinesen überrascht waren, dass die Widerstandsfähigkeit der Iraker, die ja immerhin einen 8-jährigen Krieg gegen den Iran kurz zuvor geführt haben und der in den Militärausrüstungen ungefähr vergleichbar war mit der Ausrüstung der chinesischen Armee, innerhalb von wenigen Tagen und Wochen von der US-geführten Koalition besiegt worden ist. Also die drei Ergebnisse zusammen haben die Neuausrichtung der Strategie in China wesentlich, sage ich mal, beeinflusst. Ich komme jetzt zu einer Sache, wo man immer darüber streiten kann, ob es sie gibt oder nicht. Chinas Grand Strategy. Meine Forschung in den letzten Monaten und Jahren neige ich eher dazu, dass es eine gibt, aber es gibt auch genug Wissenschaftler, die eine andere Position hier wahrnehmen. Das vorausgeschickt. 1989 stellen sich die Chinesen auf die neue Konstellation ein. Sie versuchen diese Solar-Superpower USA, diesen alleinigen Hegemon USA, mit einer Blunting, also einer Entschärfungsstrategie zu begegnen, weil man sich massiv hier bedroht und unterlegen sieht.
Militärisch versucht man mit U-Booten, Minen, Raketen, die auf Distanz zu halten von der Seelinie, also mit asymmetrischen Ausgaben. Ökonomisch versucht man die Meistbegünstigung durch die USA aufrechtzuerhalten und einen WTO-Beitritt anzustreben, um sich innerhalb des denkenden Reformkurses weiterhin ökonomisch zu entwickeln. Und politisch versucht man in den bestehenden Institutionen, APEC, also Asian Pacific Economic Community, ASEAN ist die Vereinigung der südostasiatischen Staaten und SCO ist die Shanghai-Konferenz, versuchte man teilzunehmen, um Verdichtungen amerikanischer Vormacht dort zu entschärfen, also oder Taktiken der Amerikaner dort zu entschärfen. Das war die Strategie Chinas von 1989 bis 2008. 2001 ist der WTO-Beitritt gelungen. Eins ist noch interessant zu wissen, als der Tiananmen-Aufstand 1989 war, wurden die Chinesen ja sanktioniert, auch von den USA. Aber der damalige US-Präsident hieß George W. Bush, ich komme da auf einer späteren Slide dazu, und das ist eine sehr interessante Konstellation, dass dieser Präsident für die Chinesen eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. 2008, aber wir bleiben erstmal hier in der chinesischen Perspektive. 2008, die Finanzkrise, die uns alle noch gut in Erinnerung ist, ändert die chinesische Strategie. Die Chinesen erkennen, dass die amerikanische Vormacht doch viel labiler und schwächer sich darstellt, als sie vorher angenommen haben, ändern ihre Strategie, die vorher auf Export und auf, wie gesagt, auf diese Landing-Strategie konzentriert war, auf die USA, in eine des Buildings, des Aufbaus ihres regionalen Raums. Also Südostasien, Japan, Korea, Zentralasien, versuchte man eine regionale Order aufzubauen. Man ändert die militärische Strategie von asymmetrisch auf symmetrisch. Man tut jetzt auch an Flugzeugträger, Kriegsschiffe, Stützpunkte und amphibische Kapazitäten aufbauen. All das, was man vorher nicht gemacht hat, weil man die Aufmerksamkeit der Amerikaner nicht auf sich ziehen wollte. Deswegen damals Blunting, Entschärfen, Englisch heißt das ja eigentlich Abstumpfen des Gegners. Ökonomisch tut man die Belt and Road Initiative initiieren 2012, 2013. Man tut alternative Finanzstrukturen, SIPs aufbauen. Das ist die chinesische Variante des westlichen SWIFT-Zahlungsverkehrssystems. Und man versucht eine eigene Credit Rating Agentur aufzubauen, die ja in der Finanzkrise so eine unrühmliche Rolle gespielt haben, die drei führenden. Politisch engagiert man sich mit neuen Institutionen. Die SICA ist eine zentralasiatische Formation, die von Kasachstan 1992 gegründet worden ist. China übernimmt dort 2014 den Vorsitz, hat ihn bis heute. Und wie gesagt, die Integration der Region, will man die Wertschöpfungsketten ausrichten auf den chinesischen Kern und die Asia Infrastructure and Investment Bank, dafür steht dieses AIIB, wird als Alternativstruktur aufgebaut zur Weltbank und den Strukturen, die uns bekannt sind, also Internationaler Währungsfonds, Weltbank, die ein Zeichen der amerikanischen hegemonialen Ordnung darstellen. Ja, dann kommt es 2017 zu einer neuen Strategieänderung in der Politik Chinas. Das wird deutlich in dem Begriff Great Changes Unseen in a Century. Der wichtigste Begriff in China ist diese Rejuvenation, also Chinas Wiederherstellung seiner alten Position. Das kann man gar nicht groß genug betonen, diesen Begriff. Aber ihr seht hier, die globale Expansion Chinas beginnt hier. Also sie ergänzt den Aufbau einer regionalen Ordnung, die in dieser zweiten Strategie das vorherrschende Ziel war. Und wenn man sich den chinesischen Diskurs ansieht, sieht man, dass sie das als die größte Machtverschiebung seit Beginn der industriellen Revolution betrachten. Also nicht seit dem Ende des Kalten Krieges, nicht seit dem Zweiten Weltkrieg, nein. Seit der Beginn der industriellen Revolution.
seitdem besteht ja diese westliche Vormacht. Zwar ist dort der Staffelstab immer weitergegeben worden, zuletzt dann zu den USA, aber das ist immer innerhalb des westlichen Systems geblieben. Das chinesische White Paper 2019 beschreibt sehr ausführlich die Chancen und Risiken. Diese Great Changes werden herbeigeführt, sagen die Chinesen, durch den Aufstieg Chinas. Und die Risiken liegen darin, dass der Hegemon USA seinen relativen Abstieg nicht, also ihm jetzt erstmal bewusst wird und er ihn nicht einfach hinnehmen wird und versuchen wird, die chinesischen Aufstieg einzuschränken, einzudämmen und abzuschwächen. Das ist also das wichtigste, letzte große Paper aus der chinesischen Veröffentlichung, die hier bekannt sind und die von großer Relevanz sind. Wie drückt sich das aus? Konkret die globale Ordnung formen. Politisch setzt man ganz auf die UN, auf regionale Foren. Man hat also mit allen Kontinenten, bekannt uns Europäern, ist dieses 17+1 Format mit den osteuropäischen Ländern. Aber es gibt das Gleiche mit der arabischen Welt, es gibt das Gleiche mit der lateinamerikanischen Welt und mit Asien. Man versucht, Koalitionen zu bilden, als 20 Demokratien sich über Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Hongkong geäußert haben, hat man eine Koalition von 50 Nationen autoritärer Prägung zusammengestellt und tut sehr offensiv China Solutions versus das westliche Chaos stellen. In der UN gibt es 15 Agenturen und die Chinesen tun 5 davon leiten. Das hat mich also wirklich überrascht, als ich das, das werden wir hinten dann noch sehen, welche Agenturen das sind. Das ist also enorm, was für einen Einfluss China in den Agenturen der Vereinten Nationen nimmt. Technologie ist der zweite Punkt. Technologie ist für die Chinesen in der Realität Geopolitik. Also Forschungs- und Entwicklungsausgaben spielen da eine zentrale Rolle. Chinesen sind bekannt dafür, immer ihre Pläne hier darzustellen. Made in China 2025 hat den Westen damals sehr erschreckt. Wird jetzt nicht mehr so betont von den Chinesen, weil sie gesehen haben, was das für eine Gegenreaktion im Westen bewirkt hat. Und man versucht, eine Standardsetzung in Technologie also zu erreichen. Der erste große Erfolg in dem Zusammenhang war die 5G-Technologie. Da hat man also die Überbleibsel von Nortel aus dem kanadischen großes Telekommunikationsunternehmen, aus der Branche komme ich ja, damals aufgesammelt. Und die Forschungslabore hatten damals viele Patente im Zusammenhang mit 4G und dem zukünftigen 5G. Und da man gleichzeitig die ITU in Genf, also die internationale Organisation für Telekommunikationsstandardsetzung, eins dieser UNO-Gremien, die Führung hatte, hat man dort beim G5-Standard zum ersten Mal einen eigenen Standard mit beeinflussen können. Also es ist eigentlich ein Standard, der zu 50% von China geprägt worden ist. Und dadurch war auch dieser große Erfolg von Huawei, ZTE und anderen chinesischen Unternehmen erklärbar. Im Finance-Bereich geht es darum, die amerikanische Stellung im Weltwährungssystem abzuschwächen und mit dem Aufbau einer eigenen Infrastruktur. Und hier habe ich nur das Schlagwort Digital Sovereign Currency, die jetzt im Februar an den Start gehen soll, im Zusammenhang mit der Winterolympiade. Wir sind sehr gespannt, welche Ausformung die haben wird und ob mit dieser Digital Currency es China gelingen wird, hier relativ unabhängig im Weltfinanzsystem operieren zu können. Ökonomisch auch ein Begriff, wo man sagen muss, 50% der Weltproduktion sollen im Jahre 2030 in China stattfinden. Wer sich erinnert, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die USA 50% der Weltproduktion und war damals in der Lage, in allen Foren die Frameworks und die Standards zu setzen. Aber das muss einem schon also sehr nachdenklich stimmen, wenn sie das erreichen. Sie sind auf einem guten Weg dorthin. Das ist ein Wort. 50% der Weltproduktion
in der Volksrepublik China. Militärisch globale Ausweitung, Stützpunkte, eine Blue Water Flotte aufbauen. Baidu steht für ein globales Navigationssystem, was die Chinesen früher als die Europäer mit dem Galileo-System installieren konnten. Und sie sind mitten in einem nuklearen Ausbau, in dem sie da ihre unterlegene Position verstärken wollen. Und ob sie wirklich bis zu einem Equal, also einer gleichen Position wie die Amerikaner kommen wollen, ist nicht ganz sicher. Und der Ausbau von ihren Hypersonic-Waffen spielt hier auch eine große Rolle. Also das sind jetzt in drei Phasen von 1989 bis heute die drei Phasen der chinesischen großen Strategie dargestellt. Wie ich meine, die eine große Relevanz besitzen, auch wenn man, wie gesagt, in Einzelpunkten und kooperative Elemente auch teilweise eine andere Perspektive einnehmen kann. Ich wechsle ganz kurz zur US-Perspektive. Wie haben die USA diesen gleichen Zeitraum gesehen, den wir eben aus der chinesischen Perspektive betrachtet haben? Präsident George Bush, der Ältere, hat relativ milde Sanktionen 1989 nach dem Tiananmen-Aufstand verhängt und die waren auch bis 1992 begrenzt. Der Kongress wollte viel härtere Maßnahmen damals unternehmen, aber der Präsident George Bush, der also sehr enge Beziehungen zur Volksrepublik China unterhielt, auch aus seiner Vorgeschichte, hat gegen diese Gesetzesentwürfe sein präsidiales Veto eingelegt. Einmal ist diese Aufrechterhaltung von Normal Trade Relations, also der Meistbegünstigungsklausel gegenüber China, nur mit 6 Stimmen Mehrheit, also unterhalb des 2/3. Also wenn der Kongress mit 2/3, kann er ein Veto des amerikanischen Präsidenten überstimmen und haben 6 Stimmen damals gefehlt. Und die Geschichte wäre anders ausgegangen, hätte China damals nicht diese Normal Trade Relations bekommen von den USA. Präsident Clinton, sein Nachfolger, hat es dann mit der Taiwan-Krise zu tun, 1995, als die Inselrepublik die Verhandlungen ein Land, zwei Systeme, also dass das Vorbild von Hongkong gesetzt wurde und Hongkong ja 1997 an die Volksrepublik China übergeben worden ist, 1995 abgebrochen. Das hat zu einer militärischen Krise geführt und die USA mussten mit ihren Flottenverbänden in der Taiwanstraße intervenieren und die Chinesen sind zurückgewichen. Chinas Strategie war damals der WTO-Beitritt, das haben wir aus der chinesischen Perspektive zu sehen. Dieser erfolgte 2001 und damit ist dann der eigentliche chinesische Aufstieg in der Weltwirtschaft hat damit begonnen. Und von 2001 bis heute ist also im Jahre 2020 war China für 28% des gesamten weltweiten Wachstums in dem Jahr verantwortlich. Das ist eine enorme Zahl, dass ein Land so einen großen Beitrag leistet für das gesamte Weltwachstum. Sein Nachfolger Bush, der Jüngere, hat dann durch die Terroranschläge und amerikanische Hybris in dieser unipolaren Weltordnung, Afghanistan, Irak, sagt uns ja, diese Kriege geführt, die Amerika geschwächt haben und die Finanzkrise 2008, war man angewiesen auf ein Stillhalten der Chinesen, die in den großen halbstaatlichen Immobilienunternehmen Freddie Mac große Anteile gehalten haben und man hat die Chinesen beruhigt, die ja auch riesige Devisenreserven hatten, in der Krisenbewältigung stillzuhalten, während die Russen damals ihre Devisenreserven auf den Markt werfen wollten und die Chinesen aufgefordert haben, das Gleiche zu tun, waren die Chinesen da besonnen und da erkennt man auch wieder, wie langfristig ihre Strategien sind, dass sie das damals nicht gemacht haben. Unter Präsident Obama war dann aber, weil die Chinesen die Amerikaner geschwächt gesehen haben, klar erkennbar, dass ein neues Verhaltensmuster aufgetaucht ist und Obama dieser Slogan Pivot Swing to Asia, den Schwerpunkt nach Asien zu verlegen, ist damals zum ersten Mal amerikanischer Politik formuliert worden.
obwohl die Chinesen den Amerikanern zugesichert hatten, dass sie diese Inselriffe, die in der South China Sea bestehen, nicht bewaffnen würden und ausbauen würden, haben die Chinesen das trotzdem getan. Das hat zu deutlichen Verstimmungen in den Beziehungen geführt. Und in der Welthandelsorganisation ist man über die Umsetzung der WTO-Normen immer sich mehr in die Haare gekommen. Und das Schiedsgericht, was solche Streitigkeiten in der WTO, in der Welthandelsorganisation lösen soll, ist nicht erst von Präsident Trump, sondern von Präsident Obama blockiert worden, indem Richter nicht mehr besetzt worden sind. Das ist vielleicht auch den meisten nicht so bekannt, weil wir immer denken, Präsident Trump hätte alles ausgelöst. Aber wir sehen hier, dass von 2009 bis 2016 die amerikanisch-chinesischen Beziehungen schon also einen Niedergang erlebt haben. 2017, die Great Changes Unseen in a Century, die großen Veränderungen nicht gesehen in einem Jahrhundert. Das waren der Brexit, die Wahl Trumps zum amerikanischen Präsidenten, die Ruinierung der westlichen Allianzsysteme und wir wissen ja, wie Trump vorgegangen ist damals. In dem ersten Jahr seiner Amtszeit hat er die Chinesen noch relativ hofiert, weil er sie gebraucht hat, um mit seinem nordkoreanischen Freund Kim Il-jung eine Einigung zu erzielen. Dafür hat er die Chinesen gebraucht. Als das dann im Sande verlaufen ist, hat er dann Anfang, schon 2018, aber besonders ab Anfang 2019, eskaliert mit den Zöllen im Handelskrieg, mit der Festsetzung der Tochter des Huawei-Gründers in Kanada, die mittlerweile aber wieder freigelassen worden ist. Und man hat angefangen mit dem Begriff im Technologiesektor die Wertschöpfungsketten zu trennen, die sicherheitsrelevant sind. Hier steht hier der Begriff Decoupling dafür, der englische. Man hat sich gegenseitig sanktioniert, Konsulate geschlossen und die führenden Mitarbeiter in der Trump-Administration nach dem Ende der Administration wurden auf Lebenszeit gebannt, dass sie nach China fahren dürfen. Das muss also, das hat den Außenminister, Staatssekretäre und viele andere Mitglieder der Administration betroffen, wegen ihrer, in Klammer, China-feindlichen Politik. Quad, hatte ich vorhin schon gesagt, ist ein Versuch, zumindest im Pazifik, da ist der Trump nicht so aufgetreten wie in Europa mit der NATO. Dort hat er gesehen, er braucht Bündnispartner und hat also Australien, Indien und Japan hofiert. Die Quad ist ursprünglich ein ziviles Thema gewesen in der Nachfolge dieses Tsunamis, der im Indischen Ozean 2003 so viel Unheil angerichtet hatte. Und hat sich aber mittlerweile zu etwas mehr entwickelt. Es ist keine militärische Organisation, aber eine doch sehr, sehr enge Zusammenarbeit hat sich da entwickelt in den letzten Jahren. Als Präsident Biden die Macht übernommen hat, haben wir gedacht, es würde eine Änderung der Politik kommen. Wie wir feststellen mussten, ist das nicht eingetreten. Im Gegenteil, in der Taiwan-Frage ist, dazu kann man dann im späteren Slide eher eine Zuspitzung erfahren. Und ich möchte jetzt weitergehen auf die nächste Slide. US-Allianzen im Indopazifik sind, Japan ist der wichtigste Partner, Südkorea wegen der Problematik auf der koreanischen Halbinsel. Südkorea ist aber sehr, sehr zurückhaltend in irgendwelchen Aktionen gegenüber China, weil man ökonomisch so eng verflochten ist. Auch Japan ist zu 22% seiner Exporte nach China liefern. Deswegen ist es umso bemerkenswerter, dass die Japaner in den letzten Wochen der amerikanischen Abschreckungspolitik in der Taiwan-Frage gefolgt sind. Das haben sie nicht gemacht. Die haben Taiwan nie erwähnt seit 1969. Shinzo Abe hat in den letzten Tagen erst gesagt, eine Security Case, ein also sicherheitsrelevanter Fall um Taiwan ist auch ein sicherheitsrelevanter Fall für Japan. So deutlich hat sich Japan also in den letzten Jahrzehnten nie ausgedrückt. Insofern muss man das wirklich zur Kenntnis nehmen. Australien ist ein dafür stehendes alte Bündnis, ANZAC 51, AUKUS ist das neue mit dem Nukleardeal für die Unterseeboote. Schlingerkurs macht Philippinen, der eine Annäherung an China versucht
hat, aber immer wieder kommt es zu Konflikten in der Südchinesischen See und große Teile des Establishment in Philippinen möchten doch das alte Bündnis mit den USA aufrechterhalten. Man muss jetzt absehen, da Duterte nicht mehr antritt, ob seine Tochter die Macht übernimmt und wie die zukünftige Politik der Philippinen sein wird, ist mit einem Fragezeichen zu versehen. Die ASEAN-Staaten wollen sich eigentlich nicht entscheiden müssen. Alle haben eine ganz enge Handelsverbindung mit China, aber auf der anderen Seite fühlen sie sich auch bedroht und wollen, dass die USA eine wichtige Größe im Indopazifik bleibt, damit also eine Sicherheitsbalance für sie damit erreicht wird. Diese Begriffe First Island Chain, da komme ich nachher dazu in der Frage von Taiwan. Ja, das ist der Brennpunkt, der während in Europa die Ukraine der entscheidende Brennpunkt ist, ist im Indopazifik Taiwan und die Südchinesische See eindeutig die Brennpunkte. Die Area Access Denial ist der chinesische Versuch, die US-amerikanische Flotte auf Distanz halten zu können mit militärischen Maßnahmen, dass es nicht mehr zu einer Situation kommt wie 1995, als die amerikanische Flotte in der Taiwanstraße aufgefahren ist und man zurückweichen musste. Das ist also eine veränderte strategische Situation, sodass man, dass das also von chinesischer Seite das Hauptziel war, diese Stärkung der chinesischen Position zu erreichen. Die USA haben seit 1979 eine Strategic Ambiguity aufrechterhalten. Das heißt, eine Mehrdeutigkeit im Umgang mit China. Man hat ja bei der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen und schon Kissinger im Shanghai-Akkord 1972 sich auf eine One-China-Politik, also eine Ein-China-Politik festgelegt, ohne dass man Taiwan hat ganz fallen lassen, sondern man hat sie ausgestattet mit Militär. Ausrüstung, damit sie sich selbst verteidigen können. Das war all die Jahrzehnte, als China, wie gesagt, und die USA sich gegenseitig entwickelt haben. Die Chinesen halt ökonomisch aufholen wollten und die Amerikaner gehofft haben, es würde durch den Prozess zu einem Wandel durch Handel kommen, hat Taiwan eine untergeordnete Rolle gespielt, mit der Ausnahme 1995, als die Taiwanesen die Verhandlungen abgebrochen haben mit Festlandchina. Aber ansonsten relativ ruhig. Erst die letzten Jahre ist jetzt eine wirkliche Zuspitzung erfolgt. Man will von chinesischer Seite unbedingt verhindern, dass Taiwan sich als einen unabhängigen Staat ausruft. Die Amerikaner haben auf Taiwan hingewirkt, eben genau das nicht zu tun, weil man weiß, das ist ein rotes Tuch für die Chinesen. Aber auch hier muss man sagen, ist in den letzten Wochen in der Administration von Biden eine unglaubliche Anhäufung von Events, die diese strategische Mehrdeutigkeit in Zweifel ziehen lässt. Er hat zweimal in Fernsehinterviews gesagt, dass man Taiwan militärisch unterstützen würde, was man, wie gesagt, Jahrzehnte vermieden hat. Über Japan habe ich schon gesprochen, dass die sich beteiligen an dieser Abschreckungspolitik der Amerikaner. Und man lädt Taiwan ein in eine virtuelle Konferenz der Demokratien, weil Taiwan eine ist, reizt damit die Chinesen zusätzlich und man versucht Taiwan in verschiedene UN-Körperschaften wie die Weltgesundheitsorganisation aufzunehmen. Also alle Sachen, die in China jedes Mal für große Reaktionen sorgen. Das sieht man ja auch in Litauen, wenn ein Land irgendwie oder jedes Land, was mit Taiwan irgendeinen Annäherungsprozess macht, wird von China, also von Rot-China sofort abgestraft und überproportional. Also da sieht man die Bedeutung, die Taiwan für diese Wiederherstellung, die Rejuvenation der Chinesen bedeutet. Das ist die abtrünnige Provinz, die heimgeholt werden muss, die ein integraler Bestandteil Chinas ist. Und das wird man nicht aufgeben. Also da wird eine rote Linie gezogen. Die Frage, ob Taiwan wirklich wirksam verteidigt werden kann, ist eine offene Frage. Hat natürlich eine unglaubliche Sprengkraft. Aber das Wichtigste ist dieser zunehmende Versuch,
Ich bezeichne ihn schon ein bisschen auch als Verzweiflung, dass man die Chinesen abschrecken will, also was Japaner und die Biden-Administration im Augenblick machen. Ob das gelingt, können wir nur hoffen. Jetzt haben wir die ganze Zeit die USA und China betrachtet, aber es gibt ja noch andere Mächte. Ich habe hier Überschrift gemacht, gibt es eine Bipolarität, also eine neue bipolare Ordnung, oder wird sie multipolar sein? Russland hat seit 1991, wir erinnern uns, der Gegensatz im Kalten Krieg, versucht zu überwinden mit China. Eine Normalisierung mit Freundschaftsverträgen und eine Beilegung der Grenzfragen hat man erreicht. Seit 2014, seit der Krim- und Ukraine-Krise, gibt es eine zunehmende wirtschaftliche und strategische Zusammenarbeit. Also der Westen hat durch seine Sanktionen Russland eigentlich in die Arme Chinas getrieben, das sagen viele Experten. Dieses verbindende Element sind die gemeinsamen Interessen gegenüber der USA, eine Revision der Weltordnung, so wie sie im Augenblick besteht, und sich diesen Sanktionsmechanismen des Weltfinanzsystems entziehen zu können, weil wenn die Amerikaner drohen, Russland zum Beispiel vom SWIFT-System abzukoppeln, wie sie es mit Iran gemacht haben, ist das eigentlich eine rote Linie, die ja, da muss man Alternativstrukturen haben, um dem gewachsen zu sein. Die wichtigste Frage im Case Russland ist, ist man eine gleichrangige ist es eine gleichrangige Partnerschaft oder ist man langfristig doch der Juniorpartner Chinas, wenn man diesen Weg weiterverfolgt? Fragezeichen. Aber die wichtigste Frage im Zusammenhang mit Russland. Bei Indien und Russland haben während des Kalten Krieges eng zusammengearbeitet, weil die Annäherung Chinas und USA 1971, 72 erfolgt ist. Indien war sehr betroffen von der Auflösung der Sowjetunion, bezieht 2/3 seiner militärischen Ausrüstung immer noch aus Russland. Und gleichzeitig gibt es eine Zunahme indisch-chinesischer Grenzkonflikte seit 2017, die 2020 eskaliert sind und zum ersten Mal dort wieder zu Todesfällen geführt haben an der Grenze. 20 indische Soldaten sind getötet worden in einem Grenzscharmützel. Indien hat in den letzten 20 Jahren eine Annäherung an die USA vollzogen. Der größte Stolperstein war der Nukleardeal. Indien hat 1974 seine erste Atombombe gezündet und ist deswegen vom Westen sanktioniert worden. Aber das ist dann unter der Regierung Bush Junior ja, überwunden worden, weil die USA erkannt haben, Indien ist in dem zunehmenden Konflikt mit China ein wertvoller Partner und man hat sich da geeinigt in dem Nukleardeal 2006. Die Quad hatte ich schon gesagt, die Annäherung in dieser Organisation. Die Frage im Case Indien ist, wird man die strategische Autonomie und diese Zweideutigkeit aufrechterhalten, wie sie es bisher gemacht haben, oder wird es eine stärkere Positionierung an der Seite des Westens geben? Auch das ist mit einem Fragezeichen zu versehen und kann in der Diskussion nachher ein Thema sein. Dann komme ich zur EU. Ja. Interesse an einer Aufrechterhaltung einer multilateralen Ordnung, wie realistisch das ist, sei dahingestellt. Die strategische europäische Autonomie, eine Illusion, Fragezeichen, auch das eine Frage, die wir diskutieren können. Oder wird die EU durch die zunehmenden Konflikte mit Russland in der Ukraine-Frage mehr und mehr an die Seite der Vereinigten Staaten wieder gedrängt, weil man sich selbst einfach nicht strategisch selbstständig positionieren kann? Ein wichtiger Faktor ist die nukleare Abschreckung. Die bestehenden Abrüstungs- und Rüstungsverträge, die bestehen eigentlich nur zwischen Russland und den USA. China ist außerhalb sämtlicher Rüstungskontrollverträge und dadurch nicht limitiert, das eigene Potenzial zu vergrößern. Die USA hat versucht in den letzten 20 Jahren ein defensives Raketenschild aufzubauen, hier defensive Aufrüstung genannt. Das hat bei den Russen und den Chinesen dazu geführt, dass sie Angst hatten, dass ihre ICBMs, ihre klassischen, entwertet werden und hat dort zu Entwicklung von weiteren neuen Waffen geführt. Stichwort Hypersonik. Gefahren?
die Hypersonic-Waffen verkürzen die Vorwarnzeiten erheblich. Eine neue Rüstungsspirale ist in Gang gekommen in den letzten Jahren. Und durch Cyberangriffe können die strategischen Radaraufklärungen gestört werden. Alles drei sehr gefährliche Entwicklungen. Ein Punkt noch, bevor ich schließe. Technologie steht im Zentrum der Systemrivalität für die Chinesen, das hatten wir vorhin gesagt. Und hier gibt es einen grundsätzlichen Konflikt zwischen der langfristigen Strategie Chinas und der kurzfristigen Strategie des Westens. Seit 1990 ist man hier an Shareholder Value, kurzfristige Quartalszahlen und gewohnt, man macht alles, um die Effizienz zu steigern. Also man hat die japanischen Modelle Kanban und Just-in-Time verbunden mit finanzialisiert, also mit Shareholder Value, und hat die ökonomische Effizienz auf die Spitze getrieben. Und man hat keine Industriepolitik mehr gemacht, wie die letzte große Semitech, als die USA damals innerhalb von wenigen Jahren ihre technologische Führerschaft von den Japanern wieder zurückgewonnen hatten. Die Strategie Chinas steht ganz im Gegensatz dazu. Produktionskapazitäten werden aufgebaut und kontrolliert, um andere in Abhängigkeiten zu bringen. Hier nur ein Beispiel. China kontrolliert 90% aller Solarzellenwafer. Wenn wir also in eine Green Transition gehen wollen, eine Dekarbonisierung der Welt, sind wir dann also so unheimlichen Ausmaßen auf chinesische Produktionskapazitäten angewiesen. Das kann es ja nicht sein. Nach und nach steigt man in den Wertschöpfungsketten und Ziel sind Technologieführerschaft und Standardsetzung in den einzelnen Technologiebereichen. Konkret wird es im Semiconductor-Bereich eine der entscheidenden Auseinandersetzungen in dem Decoupling Prozess, also in diesem diesem Trennungsprozess der Wertschöpfungsketten, der in den letzten 20 Jahren entstanden ist. Semiconductor-Produktion ist eine sehr, sehr komplexe Wertschöpfung. Sie beruht auf 5 Phasen. A, die Architektur. Da erleben wir gerade einen geopolitischen Kampf, dass der amerikanische Halbleiterhersteller NVIDIA ARM übernehmen will. ARM ist eine der offenen Architekturen. Das führt zu Befürchtungen bei amerikanischen Konkurrenten, bei China, dass man abgeschnitten werden könnte von dieser Open-Source-Architektur. Also ganz umkämpftes Gebiet. Design ist die USA eigentlich weitgehend führend immer noch. Die Chipfertigung, die ist aber nur noch bei 3 Firmen im Augenblick, im High-End-Bereich. Natürlich gibt es andere Firmen wie europäische Invineon, Bosch und andere, die also mittlere und größere Losgrößen, also 28 Nanometer und größer produzieren. Aber 3 Nanometer bis 14 Nanometer gibt es keine einzige Fabrik in Europa mehr, die das produzieren kann. Vor 30 Jahren, 1990, gab es noch 30 Firmen, die High-End-Produkte produzieren konnten. Heute gibt es noch 3. Also so stark ist diese globale Wertschöpfung. Und eine dieser Firmen, eine dieser Produktionsstätten, die kostet ungefähr 15 bis 20 Milliarden US-Dollar. Und es bedarf ungefähr 2 bis 3 Jahre, bis die überhaupt steht. Ein Lichtblick für Europa im EUV, im Lithografiebereich, ist ASML, ein holländisches Unternehmen, das die Technologie aus Deutschland bezieht, nämlich Trumpf für die Lasertechnologie und Carl Zeiss für die Optik, alleine führen und hat eine Monopolstellung. Aber durch die Sanktionen, die von den USA in dem Bereich verhängt worden sind, dürfen die ihre Maschinen, ihre besten, nicht mehr nach China liefern. Auch TSMC darf keinerlei Chips mehr nach Festland-China liefern seit September 2020. Also hier sehen wir enorme Störpotenziale und es wird versucht, den Aufholprozess der Chinesen hier abzuschwächen und aufzuhalten. Du musst vielleicht noch ergänzen, TSMC ist in Taiwan, ne? Das ist halt die führende. Ja, TSMC ist der größte taiwanesische Chiphersteller und im Augenblick kommen 2/3 der weltweiten Chips kleiner 5 Nanometer und vielleicht haben einige unserer Gäste und Zuhörer ein iPhone. Ja. Dort sind die drin. Also 5 Nanometer Chips aus TSMC für Apple produziert und entwickelt. Die stammen alle von dort. Und wenn man dann die Problematik sich erinnert, was für ein Brennpunkt diese Insel ist,
und zwei Drittel der Chip Fertigung im High-End-Bereich von dieser Insel kommen, kann man sich ausmalen, was es bedeuten würde, wenn es da zu einem Konflikt käme, was das für die Weltwirtschaft bedeuten würde. Das Assembling und die anderen Prozesse seht ihr hier noch. Die fertigen Chips werden dann nach China, Indien und Südostasien gekarrt und dort werden sie dann praktisch eingebaut, weil China und die anderen Schwellenländer die Hauptproduktionsorte sind. Ausblick. Katalysator Corona-Krise. Corona hat also neben Trump und Brexit, ist der große dritte Punkt, der die Weltlage in den letzten 2 Jahren verändert hat. Wir stehen vor der größten Transformation im Energiesektor. Der wird massive Auswirkungen haben auf die geostrategische Politik. Also weil Erdöl, Erdgas an Bedeutung verlieren könnten und andere Rohstoffe wie Kobalt in Kongo, Lithium in Australien enorme Bedeutungsgewinne haben werden oder Natural Gas, also Wasserstoffproduktion und so weiter. Also wird sich vollkommen neue Infrastrukturen herausbilden und Netzwerke. Die Antwort des Westens auf diese Herausforderung Chinas, wenn man unterstellt, dass China eine Grand Strategy fährt und ein Displacement der USA als Hegemon anstrebt, sind eine Allianz der Demokratien, Clean Network Initiative, eine Bewahrung der Dominanz im Weltwährungssystem und der Versuch, die Standardsetzung weiterhin in den Technologien zu beherrschen. Und wir müssen eine teilweise Deglobalisierung machen, ohne dass wir in Protektionismus verfallen, um die Widerstandsfähigkeit unserer Wirtschaften zu ändern. Und das bedarf dann auch industriepolitischer Maßnahmen in gewissen Technologiefeldern. Und gerade in Europa haben wir da ein Problem, dass wir Wettbewerbspolitik und Industriepolitik in einem Spannungsverhältnis haben. Wir können nur hoffen, dass diese Auseinandersetzung zwischen China und den USA in einer kooperativen Form ablaufen wird. Aber darüber können wir jetzt diskutieren und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Matthias. Das war doch sehr interessant. Und ja, vielleicht kann ich gleich einsteigen in die Fragen bzw. in die Diskussion. Du hattest ja schon erwähnt, dass Russland praktisch jetzt sich auseinandersetzen muss mit seiner neuen Rolle in der Welt. Denn wir haben auf der einen Seite natürlich die USA, die immer noch die Vormachtstellung einnehmen, und jetzt ist eben China die andere Seite und nicht mehr Russland. Und Russland muss jetzt eben sehen, wo es bleibt. Und da passiert ja auch gerade was. Jetzt ist ja Putin, ich glaube, schon auf dem Weg nach Indien. Über Indien hast du jetzt weniger gesprochen, mehr über China, aber Indien gehört natürlich auch in den indopazifischen Raum. Was wird dabei herauskommen oder wie wird das an der Stelle Folgen haben für die Situation im Indopazifik? Also eine Annäherung zwischen Indien Also ich und glaube China. in Peking, Ja. Entschuldigung. Ja, Ich also. glaube in Peking und in Washington guckt man morgen ganz genau hin, weil morgen wird Putin in Neu-Delhi erwartet. Ich habe vorhin in meinem Vortrag ja betont, dass Russland und Indien eine lange Freundschaft verbindet. Aber man in Indien, also in Indien gibt es so ein älteres Establishment in den Think Tanks, die immer noch an dieser Bindung mit Russland hängt, weil die halt so eine lange Tradition hat und man halt von den Russen immer wieder unterstützt worden ist, militärtechnisch. Aber man sieht dort halt in einer jüngeren Generation von Spezialisten und Analysten die Annäherung Russlands an China als sehr kritisch an und hat dadurch also ein Gegengewicht gesucht mit der Quad-Mitgliedschaft. Also man hat noch nicht die strategische Ambiguity, diese Zweideutigkeit aufgegeben, aber man hat in Moskau schon wahrgenommen, dass Indien immer näher an die USA herangerückt ist. Und das kann nicht im Interesse Russlands sein. Da hat man auch gerne noch ein Gegengewicht gegen China, falls man in die Situation gerät, dass man dort technologisch von den Chinesen abgehängt werden sollte. Das ist im Augenblick noch nicht der Fall. Militärtechnologisch würde ich sagen, im Augenblick Ja, sind nur Militär chinesische und technologisch. russische Waffen ja, sind Nur. relativ in einem ungefähren Gleichstand. Ja, also was Halbleiter Technologisch. angeht, ja nicht. Also Ja. Russland hat Probleme mit Halbleitern. Das kriegen die offenbar nicht gebacken. Absolut. Ja.
Aber Russland Also. wird natürlich durch die Gas- und Erdölkäufe Chinas mächtig entlastet seit 2014, als wir die Sanktionen da erhoben haben. Und die Erdgasproblematik, die kennen wir ja im Zusammenhang mit unseren europäischen Verhältnissen. Wenn wir eine multipolare Welt annimmt, dann haben wir fünf Spieler, wie zwei Gorillas, China und USA auf der einen Seite, die da um die hegemoniale Vorherrschaft ringen. Aber die anderen drei und auch weitere Größen natürlich, aber besonders die drei spielen eine entscheidende Rolle, zu wem sie sich gesellen sozusagen oder wen sie unterstützen. Ich weiß Das nicht, ob die drei alleine die Kraft hätten, ein Gegengewicht zu bilden. Das ist stimmt. ein Szenario, was man denken kann. Die drei Und sind ich weiß, dass du das Europa. zum Beispiel gerne denkst. Ja, sag noch mal, welches die Europa, drei Russland sind. und Indien. Genau. Also Russland, Europa, Europäische Union und Indien. Warum habe ich die fünf ausgewählt? Weil heute eine globale Macht nur noch sein kann, wer ein globales Navigationssystem haben kann. Und alle fünf haben das. Die Inder haben bisher ein regionales, noch nicht voll globales System. Also das berühmte GPS, Galileo in Europa, Baidu in China, GLONASS in Russland und das indische weiß ich jetzt gar nicht, wie es heißt. Das ist unbedingte Voraussetzung, wenn man geostrategisch in dieser multipolaren Welt eine Rolle spielen will. Aber hätte dann nicht Russland sogar ein Interesse daran, den Ukraine-Konflikt zu beenden? Denn der ist doch der stört doch jetzt die Zusammenarbeit mit Europa und die mit den USA. Also das ist doch eine ganz blöde Situation eigentlich für Russland. Also Sehen wir es ohne den mal so. Ukraine-Konflikt Also wäre es doch besser für Russland. wir haben zwei Brennpunkte, Taiwan und Ukraine. Und Russland und China gehen gleichzeitig im Augenblick vor. Und die Amerikaner, die einen Rückzug aus Afghanistan vollzogen haben, um ihre Kräfte irgendwie zu sammeln, setzen mehr auf die Abschreckung in Asien mit dieser doch sehr harten Auftreten in der Taiwan-Frage im Augenblick, wie ich vorhin geschildert habe, während sie in Europa eine abgeschwächtere Deterrence fahren, nach meinem Empfinden. Natürlich gibt es jetzt am Dienstag das Treffen mit Biden und Putin virtuell. Und Lavrov und Blinken haben sich ja gerade am Rande der OSZE in Stockholm getroffen. Man kann nur hoffen, dass sich das entspannt, weil die Krisensituation wird im Januar erreicht werden, wo die meisten Analysten davon ausgehen, wenn eine Invasionsgefahr besteht, dann im Januar nächsten Jahres. In Bezug auf Taiwan. Ja, Nee, nein, in Bezug Bezug auf die auf die Ukraine. Ukraine. Ach, auf die Ukraine. Ich verstehe das sowieso nicht mit der Ukraine. Putin hat ja gefordert von der NATO, dass es irgendwie von Europa und der NATO eine Zusicherung gibt, dass die Ukraine nicht Teil des Bündnisses wird, also der NATO. Ich finde, also wenn ich jetzt Diplomat wäre von Europa oder der NATO, würde ich sagen, tut mir leid, das ist eine innere Angelegenheit der Ukraine. Da können wir jetzt nicht drüber entscheiden. Und Putin kann von uns, also er kann doch das verlangen. Da muss er sich mit der Ukraine auseinandersetzen. So, und die andere Frage, die ich hätte, wäre der Status von Taiwan. Soweit mir bekannt ist, haben die sich unabhängig erklärt und sind Nein. wohl auch. Haben sie nicht. Nein. Wir haben noch eine unabhängige Aber Regierung. ich kann. Aber sie sind Ja, noch Teil von China? Nein, 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 ich kann nein. gleich darauf eingehen. Völkerrechtlich? Ich kann gleich nochmal darauf eingehen. Ich Ja, wollte jetzt bitte. nicht zu lange unterbrechen. Zur Ukraine. Stoltenberg bei der NATO-Konferenz in Riga hat gesagt, die Russen haben keine Einflusssphäre in der Ukraine. Also der NATO-Generalsekretär. Das würde dem entsprechen, was du eben gesagt hast. Die Russen aber und gerade Putin finden sich nicht damit ab, dass die Ukraine ins westliche Lager driftet. Also der letzte Leitartikel in Foreign Affairs hat gesagt, die Russen werden die Ukraine nicht kampflos in die westliche Sphäre, in NATO-Mitgliedschaft und so weiter lassen. Also das ist ein starkes Statement, ich weiß. Der Ukraine ist der große ungelöste Konflikt im Verhältnis des Westens mit Russland. Das kann man nicht anders sagen, wie er gelöst werden soll. Das übersteigt natürlich auch meine Fähigkeiten, ob man ihn als neutralen Pufferstaat etabliert oder
Sonstiges, ich habe keine Ahnung, aber es ist der Konfliktbaustein, solange wird Russland sich eng mit China zusammen orientieren, ist meine Meinung. Taiwan ist 1949, also bis 1949 war ein Bürgerkrieg in China zwischen den Kommunisten und den Nationalisten. Der nationalistische Führer war Chiang Kai-shek und der ist, nachdem er geschlagen worden ist, mit seinen restlichen Truppen auf die Insel Formosa, heute Republik Taiwan, geflohen. Die heute Republik und hat China. Dort, das ist nicht Republik Taiwan, sondern die Republik China. Das ist ja das Abstruse. Ja, ja. Es gibt ja China zweimal. Sorry. Es gibt die Volksrepublik China und die Republik China. Und beide sind eigentlich von ihrer Verfassung her, fühlen sich zuständig für alles. Ne? Also, richtig. Und das ist halt irre. Also, ja, aber in Taiwan, Taiwan hat überlebt, weil der Koreakrieg ausgebrochen ist zwischen China und dem Westen. Und John Foster Dulles hat in den 50er Jahren dann also diese First Island Chain konzipiert und die Sicherheitsgarantie für Taiwan, also für die Insel Formosa, die Republik China übernommen. Taiwan ist der modernere Begriff für den alten Begriff Formosa. Deswegen habe ich es eben durcheinander gebracht. Früher hieß es Formosa, jetzt heißt es Taiwan, aber es ist die Republik China. Und 1971 hat man sich zwischen den USA und China bei der Annäherung verständigt, dass die USA die Ein-China-Politik anerkennen. Also endgültig dann 1979 bei der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, die da erfolgt sind. Und man hat irgendwie Taiwan an die Seitenlinie wie ausgeklammert. Die Chinesen haben gesagt, jetzt wollen wir erstmal uns entwickeln und mit euch zusammen gegen die Sowjetunion zusammenarbeiten. Und Taiwan, das ist später. Aber die Kommunisten in China haben immer gesagt, das ist ein Bestandteil Chinas und irgendwann muss der zurückkehren. Aber wie gesagt, er wurde irgendwie über Jahrzehnte an der Seitenlinie geparkt, bis auf die Ausnahme 95. Der Chiang Kai-shek ist 1985 gestorben, nein, 75, ein Jahr vor Mao, und sein Sohn hat die Macht übernommen und Taiwan hat sich in den 90er Jahren, Anfang 2000er Jahren von einer autokratischen Regierung, von diesem Nationalisten geprägt, die Kuomintang hieß die, gewandelt in einen demokratischen Staat. Und es kam ein sogar Machtwechsel über demokratische Wahlen zustande. Und man hat dort eine eigene Identität entwickelt. Und nachdem man gesehen hat, wie sich China und Hongkong, wie sich das alles entwickelt, war man nicht überzeugt mehr, diesen Slogan zu folgen, ein China, zwei Systeme. Das ist ja auch in Hongkong jetzt grandios gescheitert in den letzten Jahren, wie wir gesehen haben. Und hat dort, also war stolz auf seine demokratische Entwicklung. Aber ich habe auch vorhin gesagt, die Amerikaner haben alles getan, damit taiwanesische Bevölkerung keine unabhängige Republik Taiwan ausruft, weil das könnte der Casus Belli sein für eine Kriegserklärung durch China. Insofern ist man so in einem Status, der nicht richtig zuordnenbar ist. Man ist nicht mehr in der UNO. Die Amerikaner versuchen im Augenblick, diese Republik China, Klammer Taiwan, in UNO-Bodies zu kriegen, wie Welthandelsorganisation, wie Health Organization und so weiter. Und jedes Mal stößt man da auf massiven Widerstand in Peking. Für mich erstaunlich, wie viel Beziehungen im Augenblick mit Taiwan geführt werden, wenn man doch weiß, wie die Volksrepublik reagiert. Also für mich ein ganz klares Signal, dass man so in Sorge ist, dass man meint, jetzt so eine große Abschreckung machen zu müssen im Falle von Taiwan, dass man so handelt, wie man handelt. Es ist ungewöhnlich, weil es in den letzten Jahrzehnten und auch in den letzten 5 Jahren so extrem, also nicht artikuliert worden ist. Oder so deutlich artikuliert worden ist. Und schon gar nicht von Japan. Ja, also ich kannte Ende der 90er Jahre einen Linguisten, der sehr gut Chinesisch sprach, der dann habe ich ihn gefragt, wie das denn kommt, dass er so gut Chinesisch spricht. Das ist ja nun wirklich für einen Westler erstaunlich. Und dann hat er gesagt, ja, er sei mit einer Chinesin verheiratet.
Er hat nicht gesagt, dass sie aus Taiwan ist. Das habe ich dann erst hinterher erfahren. Also offensichtlich gibt es da auch diesen Blick, ne? Wir sind erstmal Chinesen und dann kommen wir aus Taiwan. Und ich glaube, viele Taiwanesen haben auch tatsächlich an diese Sache geglaubt, ein Land, zwei Systeme. Das ist nur so krachend in Hongkong gescheitert, dass da jetzt eine andere Ansicht vorherrscht. Also ich habe jetzt mit diesem befreundeten Ehepaar nicht mehr sprechen können, weil wir es aus den Augen verloren haben seit Ende der 90er. Aber ich wäre doch sehr gespannt darauf, ob die sich jetzt nicht anders gerieren. Und man sieht das ja auch, wenn man Bilder aus Taiwan sieht, dass man dort jetzt doch China sehr viel kritischer sieht und tatsächlich nicht mehr an einen friedlichen Ausgleich glaubt. Also nach dem Sowohl Vorbild in bei der Hongkong. Man hat also Hongkong gesehen und das hat sich ja nun nicht so abgespielt, wie man gehofft hatte. hat sich schon etwas länger abgezeichnet, auch entwickelt. Heute sind ungefähr nur noch schätzungsweise 10 bis 15% der Bevölkerung auf dieser Insel Taiwan für eine Wiedervereinigung mit China. Das sagt ganz deutlich, wie die Kräfteverhältnisse sich gewandelt haben. Das war noch vor 20 Jahren Genau. und da hatte auch die kommunistische Führung in Peking noch viel größere Hoffnung, als die Politiker in Taiwan unterstützt haben, die für die Wiedervereinigung waren. Aber das hat sich aufgrund dieser aggressiven Politik Chinas in den letzten Jahren also wirklich fundamental geändert. Ich möchte Also noch auf ich einen Punkt, wollte, ja, bitte. sag du erst mal. Nein, bitte Also du, ich ich habe wollte lange noch genug was zu geredet. Hongkong sagen. Als Hongkong von den Briten an China zurückgegeben worden ist, da war mir völlig klar, das ist nur eine Frage der Zeit, dann wird die Diktatur sich diesen Stadtstaat da wieder zu eigen machen. Also ich habe die gesamte DDR miterlebt, ich weiß, wie Diktatur funktioniert und ich weiß auch, wie der Russe funktioniert. Das ist mit Putin genau dasselbe in Grün. Und der hat natürlich Angst, wenn die Ukraine aus seinem, sag mal, aus seinem Einflussgebiet entfernt wird, dann ist es natürlich, ist der Feind direkt in Russland drin. Dann ist ja die Ukraine, die nimmt ja einen ziemlich großen territorialen Rahmen auch, Raum auch ein. So, ich meine, das ist, finde ich, da ist der Westen, finde ich, immer so blauäugig und denkt, oh, wir können ja mit denen reden, mit den Leuten kannst du nicht reden. Und wenn sie dir irgendwas versprechen, werden sie es brechen. Also das ist so. Das ist sozusagen ihre ureigenste Eigenschaft von Diktatoren und von Diktaturen überhaupt. Aber es Zu ist immer eine dieser Frage des Chipfabrik. Willens. Entschuldigung. Bitte? Es ist immer eine Frage des Willens. Ich glaube nicht, dass der Westen, und das hat schon Präsident Obama gesagt, 2014 bei der Krim- und Ostukraine-Krise, dass die Amerikaner nicht wegen der Ukraine in einen Krieg mit den Russen verwickelt werden möchten. Gell? Also natürlich, wenn der Putin sagt, er will größere Teile der Ukraine in seinem Einflussgebiet und das eventuell auch mit Gewalt versucht zu erreichen und so weiter, wird er eine Abwägungsfrage machen, was ihn das an Sanktionen und an Bestrafung kostet. Aber du siehst ja, wie stark sich die Amerikaner zurückhalten bei den Waffenlieferungen an die Ukraine. Sie wollen in der europäischen Raum keine Eskalation, weil sie sich so neu ausgerichtet haben auf den indopazifischen Raum. Das ist eine Weltmacht, die nicht gleichzeitig einen Konflikt mit China und einen in der Ukraine führen kann. Das muss man sich in Europa einfach, glaube ich, bewusst machen und so weiter. Und das ist unglaublich bitter für die Menschen in der Ukraine, die so westlich mittlerweile eingestellt sind, in ihrem übergroßen Maße, auch in der Ostukraine mittlerweile, in dem Teil, der früher ja eher russisch nahestehenden Präsidenten noch gewählt hat. Das hat sich doch seit 2014 doch sehr, sehr stark geändert, seit man gesehen hat, was für eine Politik Russland betreibt. Ja, aber es Aber ist eine Zwickmühle. Es ist eine absolut. Zwickmühle. Krieg will natürlich keiner. Aber wenn man solchen Leuten wie Putin nicht genau die Grenzen aufzeigt, dann wird es eben so kommen, dann wird er seinen Spielraum nutzen. Er hat es schon einmal gemacht mit der Krim und er wird es, wenn er merkt,
Die USA und Europa machen nichts. Wird er sich noch mehr Teile der Ukraine zu eigen machen und noch mehr diese Exklave da von Russland da unterstützen, die er in der Ukraine schon hat? Das ist nur eine Frage der Zeit. Er wartet ab. So, ich natürlich will keiner Krieg. Und wenn sie sich jetzt alle auf Taiwan da konzentrieren, da wird auch nichts passieren. Da wird nichts passieren. Die Amis können es nicht, die haben es nicht drauf. Also, das haben sie ja, also, ich meine, mit ihren Einmärschen da im Nahen Osten und Afghanistan, das Desaster, das ist doch alles schlimm. Also, Krieg will keiner, weil sie können es nicht. Also, wenn es so wirklich, und ich glaube, dann gibt es auch einen Dritten Weltkrieg, dann wird das so eskalieren, das wird ganz schlimm. Von daher will es keiner. Und das ist alles so ein Rumtrainieren und der Sieger wird Herr Putin sein. So sieht es aus. Aber noch eine andere Ich Frage. Es glaube, gibt doch der Putin eigentlich. wird sich das auch nicht leisten können, glaube ich. Und ich glaube, ihn kann man daran ermessen und beurteilen, inwieweit es ihm gelingt, seinen Pitbull Lukaschenko zurückzupfeifen. Ne? Das wird er tun müssen, weil ich glaube, an der Stelle wird Europa nicht nachgeben. Was die Ukraine angeht, ist es sicher vernünftig zu sagen, nee, Freunde, ihr kommt erstmal nicht in die NATO, auch wenn ihr noch so laut schreit, weil das können wir uns aktuell nicht leisten. Das geht nicht. Ne? Da muss irgendein neues Sicherheitskonzept her. Und ich würde den Putin so einschätzen, bei aller Durchtriebenheit, die dieser Mann bislang an den Tag gelegt hat, dass er sich auf die Konstruktion eines solchen Bündnisses einlässt, weil Russland ist davon abhängig, seine Rohstoffe zu verkaufen. Das kommt auch noch davon, hängt, also Nord Stream, die ganze Debatte, hängt ja alles zusammen. Ich weiß nicht, Matthias, du hast da den tieferen Einblick. Ja, Stoltenberg hat geantwortet, die Russen haben keine Einflusssphäre in der Ukraine. Und Putin hat gesagt, er will eine vertragliche Zusicherung, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Da sieht man mal, wie weit man da noch auseinander ist im Augenblick. Die Sanktionen, die angedroht worden sind, also die Abkopplung vom SWIFT-System, ist ein Schritt, der als Sanktion eine ganz andere Qualität hätte als die Sanktionen, die bisher gegenüber Russland ausgesprochen worden sind, in der Nachfolge von 2014, Joachim. Das ist eine Linie, wenn die überschritten wird, dann setzen die Amerikaner ihre Stellung im Weltwährungssystem so ein, dass das überzogen werden. Also sie könnten da ihre Macht überziehen. Eventuell, Ja, das weil ist Russland und gefährlich. China schon vor sich schon Sachen entwickelt haben, um dem zu begegnen. Ja, das könnte so ein Turning, so ein Kipping Point werden, wo die Amerikaner sicherlich aufpassen müssen. Im Iran-Case haben sie das gemacht. Seitdem können die Europäer nur noch Bartergeschäfte mit dem Iran machen, wie du weißt. Also die Sanktionsmacht der USA, weil 80% dieser Transaktionen über den Standort New York gehen. SWIFT ist ja nur ein Messenger-System, aber das Clearing findet bei den Korrespondenzbanken in New York statt und so weiter, gibt denen einen Hebel in dem Weltwährungssystem, der enorm ist. Und deswegen Das haben wird die sich Chinesen verschieben. auch seit der Finanzkrise gesagt, Russland wartet, wir bauen erstmal unsere Strukturen auf, bevor wir diesem System begegnen können. Das ist, wie viel Sanktionsmacht hat der Westen gegenüber Russland? Das ist die Frage, die hinten dran steht. Und wie sollte er die nutzen? Er hat nicht so viel. Um nochmal Utes Punkt aufzugreifen, es ist sicherlich so, dass der Westen immer geglaubt hat, naja, es kann nichts passieren, eben auch in Hongkong nichts passieren, weil ja der Kapitalismus überlegen ist und damit eben auch die Demokratie. Und das ist eine Fehleinschätzung. Es ist eben möglich, und das hat China gezeigt, dass Demokratie und Entschuldigung, dass Kapitalismus und Diktatur sehr gut miteinander harmonisiert. Und das macht ja China. Die sind im kapitalistischen System unterwegs, aber sind eine Diktatur. Und diese Idee, dass der Kapitalismus immer siegen wird und damit immer die Demokratie, das ist, glaube ich, eine Fehleinschätzung. Aber Ute, du wolltest Wie noch soll denn der eine. Westen? Ja, Entschuldigung. aber Ute wollte noch einen Zusatzpunkt bringen in Bezug auf die Chipfabrik. Da hatte sie angefangen und ist dann unterbrochen worden. Genau, ich hatte eine Frage. Also im Prinzip ist es ja eigentlich hanebüchen, dass in Taiwan über die Hälfte der ganzen Chips für die Welt produziert werden und keiner macht was. Ja?
Also auf der anderen Seite baut der von Tesla hier mal ruckzuck so eine Fabrik in den Märkischen Sand. Und dann soll das nicht möglich sein, dass man sich wirtschaftlich in Europa oder irgendwo einigt, wir bauen da und da so ein Halbleiterwerk da auf. So, wo dann praktisch, wir sind doch sowieso seit der Corona-Krise dabei, uns ein bisschen von China loszusagen, weil wir gemerkt haben, die Handelswege sind dann auch gestört und dann sitzen wir hier auf dem Trockenen mit allem möglichen Zeug. Warum baut kein Mensch was? Ich verstehe das nicht. Ja. Die Amerikaner machen das. Sie haben TSMC, diesen große Fabrik in Taiwan, die dafür zuständig ist, für diese, es sind also 2 Drittel der am höchsten entwickelten Chips, nicht aller Chips. Also Infineon macht 28 Nanometer Chips für die deutsche Autoindustrie zum Beispiel oder Bosch für die Sensoren in den Autos 48 und Das habe höher. ich verstanden. Ja, aber die Amerikaner haben das verstanden. Selbst ihr führendes Unternehmen Intel ist mittlerweile 1,5 bis 2 Jahre hinter TSMC zurückgefallen. Und Samsung einen leichten Rückstand gegenüber TSMC und die sind etwas stärker in den sogenannten Memory-Chips. Die bauen im Augenblick eine Fabrik in Arizona auf. Eine TSMC-Fabrik, wie sie in Taiwan steht, in Arizona. Das dauert 2,5 Jahre und kostet fast 20 Milliarden US-Dollar. Wir haben einen Subventionswettlauf weltweit, Südkorea, Japan, USA, die Volksrepublik China, Indien bis zum gewissen Teil, und Europa. Aber in Europa haben wir den Recovery-Fonds, diesen neuen Gemeinschaftsfonds, der da vereinbart worden ist. Und daraus sollen 130 bis 150 Milliarden für Technologie verwendet werden. Und wir haben in Europa das Problem, dass die Wettbewerbskommissarin Vestager und der für industriepolitische oder für Technologie zuständige französische Kommissar sich nicht verständigen können, wie viel Subvention Europa diesen Amerikanern, Intel oder Taiwanesen, TSMC zur Verfügung stellen sollte, damit die eine Fabrik hier aufbauen und so weiter. Das ist gerade im Gange. Man ist immer noch in diesem kurzfristigen Wettbewerbssystem. Und die kleineren europäischen Staaten haben Angst, dass die großen Staaten dann alleine die Subventionen bekommen und dass die Fabrik in Frankreich oder in Deutschland aufgebaut wird. Verstehst du? Da wirken Kräfte innerhalb der Europäischen Union und die müssen in eine Richtung irgendwie gehen. Sonst haben wir nie eine Chance, eine strategische Autonomie zu erreichen in Europa. Das ist immer das Problem in Europa, genau. Also Alexander hat ja diesen Artikel gepostet, vielen Dank dafür. Chipfabrik in Deutschland, also tatsächlich TSMC möchte in Deutschland eine Chipfabrik machen. Braucht natürlich dafür Subventionen, aber klar, die Europäer sind dann zurückhaltend, warum ist sie nicht in Frankreich oder so, ne? Das ist halt die Frage. Und ja, das ist, man bräuchte eigentlich so ein Projekt wie Airbus, das eben übernational ist und eben hin und her transportiert wird während des Transports oder so, damit verschiedene Kräfte in Europa da einen Ausgleich haben. Aber das wird nicht gehen. Wenn man aber mit einzelnen Unternehmenschefs wie den CEO von ASML, also der diese EUV-Lithografiemaschinen produziert, die also eine Monopolstellung im Augenblick in der Welt haben, du brauchst so viele verschiedene Firmen und Wertschöpfungselemente aus der ganzen Welt, die in einer Fabrik zusammenfließen. Also fast keiner ist mehr, selbst die USA, sind alle nicht mehr in der Lage, eine diese Sache alleine machen zu können und so weiter. Du brauchst also eine Allianz der Demokratien, damit du da eine Standardsetzung und eine technologische Unabhängigkeit praktisch hast. Ja, aber Und in natürlich ist es Europa wäre besser, wenn das diese Ver möglich. ja, In Europa es ist wäre aber möglich. besser, wenn diese Firmen nicht nur in Taiwan stehen, wo jederzeit irgendwas passieren kann, sondern dass sie in Arizona stehen oder in Europa oder in Japan oder sonst irgendwo. Also für mich ist erstaunlich, wie so eine Struktur in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren überhaupt entstehen konnte, dass man da so sehenden Auges in diese Problematik hineingelaufen Ja, ist. das ist Das ist erstaunlich. dieses kurzfristige Denken, wo ich vorhin kurz in einer Slide beschrieben habe, mit dem langfristigen Denken Chinas und diesem kurzfristigen Denken hier im Westen. Wir müssen da eine Neujustierung irgendwie machen. Das liegt daran, dass das Denken in China
sozusagen, das ist jetzt stark vereinfacht, einer Person unterliegt. Und in Europa und in den Demokratien müssen die sich ja teilen, die diskutieren sich zu Tode. Das ist der Vorteil von Diktaturen. Da sagt einer, wo es lang geht, und wenn der eine gute Idee hat, wie in China, dann läuft's. Das war Ich einfach. denke, das ist zu einfach, das Ja, so sehr zu sehen. einfach, Ja. aber Also im Prinzip ist es so. auch ein Xi oder ein Putin braucht eine bestimmte Basisstruktur, um das, was sich da jetzt für uns so zeigt, wie du es gerade geschildert hast, auch tatsächlich leben und durchsetzen zu können. Ich denke, was der Matthias gerade gefragt hat, mit wieso das so gekommen ist, wieso man so blind sein konnte, das ist eine klassische Eigenschaft des Kapitalismus. Man hat sich im Westen, in den Demokratien, auf die Finanzindustrie konzentriert und man hat geglaubt, nach dem Zusammenbruch des Ostblock 89, wir können ja jetzt sowieso quasi die ganze Welt irgendwo, ist völlig egal, wo die Fabrik steht, völlig egal, wo die Fabrik steht. Hauptsache, wir haben die Finanzhoheit. Und man hat sich auf dieses Finanzsystem konzentriert. Und erst seit 2008 fällt den Leuten auf und jetzt mit Corona noch mehr, dass es keinen Sinn macht, wenn die ganzen Impfstoffe im Osten produziert werden, in Indien oder die Chips eben in Taiwan oder sowas. Ne? Das wird sich jetzt wieder ein Stück weit entglobalisieren. Aber das ist auch ein klassischer, ich sag mal, blinder Fleck des Kapitalismus, zu sagen, uns gehört ja sowieso alles. Das ist eine Form von ideologischer Selbstüberschätzung der Überlegenheit des Westens. Und dann stellt sich nachher heraus, dass es eben andersrum funktioniert. Interessant finde ich die Strategie, die in China gefahren wird, und zwar nicht erst seit gestern. Du hast das ja selber gesagt. Ich habe das selber erlebt an einem Beispiel, weil ich das große Vergnügen, und man muss auch sagen, das Privileg hatte, und insofern versuche ich das auch zu teilen, eine einwöchige China-Reise mit Abgeordnetenkollegen während meiner Landtagszeit teilnehmen zu können. Wir sind in Shanghai gewesen, in Nanjing und in Taiyuan im Norden. Das ist eine Stadt, die kennt keine Sau. 4,5 Millionen Einwohner. Also allein das Humanpotenzial, ja. China hat über 150 Städte mit mehr als einer Million Einwohner. Deutschland hat vier. Ja, also allein dieser Unterschied, das muss man sich klar machen. Wir waren in Shanghai zu Gast bei der Shangong Group. Die Shangong Group ist ein chinesisches Unternehmen, was damit angefangen hat, Industrienähmaschinen herzustellen. Die haben 2005 Dürkop Adler in Bielefeld gekauft, den führenden deutschen Hersteller von Industrienähmaschinen. 2013 dann wurde Pfaff in Kaiserslautern gekauft, ein Konkurrent von Dürkop Adler. Und die Firma KLC Keilmann, eine relativ kleine Firma, die dafür bekannt ist, Nähroboter herzustellen. Also alle drei deutschen Top-Unternehmen im Bereich Industrienähmaschinen jetzt in der Hand einer chinesischen Holding. Die sind hierher gekommen, haben gesagt, Pfaff und Dürkop Adler, ihr macht Konkurrenz, das kommt nicht mehr in Frage, wir teilen das jetzt auf. Ne? Das Interessante ist, wie ist die Shangong Group groß geworden? Wieso konnte sich die Unternehmen kaufen? Mit chinesischer Staatsknete. Da ist eine Strategie dahinter. Und der CEO, der Herr Wang, mit dem haben wir gesprochen in Shanghai, der sagt, ja, immer wenn ich nach Deutschland komme, fragen mich meine Mitarbeiter bei Dürkop Adler, wann wir denn den japanischen Weltmarktführer Yuki angreifen. Was soll ich machen? Meine deutschen Kollegen wollen, dass wir den Weltmarktführer angreifen. Also das ist die chinesische Denke, quasi so wie so ein, ich sage mal, auch mentaler Krake, Marxismus hin und weg mit Staatskredite. Die haben bei Dürkop Adler in Bielefeld erstmal 300 Leute rausgeworfen, als sie die Firma 2005 gekauft haben. Mittlerweile hat das Unternehmen aber wieder mehr als es hatte 2005 an Mitarbeitern. Die haben einen langfristigen Plan. Das ist einfach der Vorteil. Also ich sag mal Planwirtschaft versus Selbstorganisation des Marktes und Christian Lindner. Da sieht man jetzt, wer gewinnt. Ganz kurz, diese chinesische Politik, die du da gerade beschrieben hast und so weiter, inwieweit ist es zum Wohle Deutschlands gewesen nach der Finanzkrise, Joachim? Die Frau Merkel ist ja in die Heroengalerie eingeordnet worden von der chinesischen Parteiführung bei ihrem letzten Besuch in Peking. Also neben Nixon und Kissinger, die damals die Öffnung der USA herbeigeführt haben. Und Deutschland hat ja die Finanzkrise deswegen besonders gut überwunden, weil wir diese steigende Wirtschaftsbeziehung mit China hatten. Und wir sind in den ganzen restlichen westlichen Ländern, also Kanada mit der Huawei-Krise, Australien, die diese Sanktionen von den Chinesen erleben, weil sie die Corona-Untersuchung gefordert haben, oder die Grenzkonflikte in China, wo die da die ganzen Apps verboten haben. Aber Deutschland ist die ganze Zeit mit einer wunderbaren Strategie, Deutschland mit China,
wirtschaftlich für uns gut. Die NRW, glaubst du nicht, die dass NRW-Bank, NRW Invest ist ein jetzt speziell Nordrhein-Westfalen, also wenn man so will, industriell das Filetstück der Bundesrepublik, ist mit einer Organisation in China vertreten, mit Außenstellen in Shanghai, Nanjing und Beijing. Und mir hat in der Zeit von 2012 bis 2017 war Hannelore Kraft ja MP in NRW und der Wirtschaftsminister war Gerald Dün. Und ich war eine Zeit lang im Wirtschaftsausschuss. Wir sind immer vor die Tür gegangen, eine rauchen. Mittlerweile rauche ich nicht mehr. Der Gerald Dün hat mir bei einer Zigarette gesagt, ich habe mit chinesischen Investoren weniger Probleme in Nordrhein-Westfalen als mit Amerikanern. Weil ich weiß, dass die Amerikaner das Unternehmen nur filetieren und verkaufen wollen. Die packen das in irgendeinen Hedgefonds und versuchen das halt zu Geld zu machen. Bei den Chinesen weiß ich, ich werde im Endeffekt mehr für die Arbeitskräfte in NRW getan haben, wenn das Unternehmen unter gutem chinesischem Management ist. Das ist ein Stück weit ein Bestandteil dessen, was du gerade gefragt hast. Es gibt dort auch ein gewisses Vertrauen. Wenn man in Asien fragt, welche Europäer sind uns am ähnlichsten, dann sagen die Japaner, die Deutschen. Und die Chinesen sagen genau dasselbe, die Deutschen. Von daher gibt es irgend so ein, das hat was mit der Hingabe an Materie und Technik und Präzision und Ingenieurwesen zu tun. Ich glaube, da kann vielleicht der Martin was zu sagen, inwieweit das sprachlich gar nicht mal. Aber wenn du in einer Bierkneipe in Nanjing, wirklich eine Bierkneipe mit Hula und Lederhosen und so weiter, das gibt's da in Nanjing, mit einer chinesischen Angestellten von NRW Invest redest, über das, was für sie in ihrem privaten Leben wichtig ist, dann denkst du dir, dann fällt dir nach einer Weile gar nicht mehr auf, dass sie vom Gesicht her asiatisch aussieht. Das sind dieselben Werte. Also Familie, Konfuzius, ne? Familie, die redete da über ihre Enkelin, ihre Tochter hatte vor ein paar Monaten ein Kind in die Welt gesetzt und so weiter. Was für finanzielle Probleme das mit sich bringt. Wir können uns nur ein Kind leisten. Dieser ganze Krempel, der kommt dann da hoch. Aber du siehst, die hat sich lange mit einer SPD-Kollegin von mir unterhalten. Ich habe nur dabei gesessen und zugehört, aufmerksam zugehört, weil das war wirklich interessant. Mentalitätsmäßig gibt es diese Riesenunterschiede offensichtlich auf einer, lokalen Ebene gar nicht mehr im eigentlichen Sinne. Also du kannst das konfuzianische Wertesystem, was heute immer noch eine größere Rolle spielt in China als Marx, kannst du, glaube ich, problemlos auf deutschen Konservativismus und Familie und die alten Werte abbilden. Da gibt es ein Grundverständnis füreinander. Und das ist eigentlich das Schöne. Von daher habe ich, was mich persönlich betrifft, nicht so viel Angst vor China. Natürlich, was die Großkopferten angeht, wie die Ute sagen würde, hier Putin und hier Li Jinping, macht das vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber ich glaube, dass das im Endeffekt nicht so die Rolle spielen wird. Ne? Also da gibt's Verwandtschaften im Wertesystem und ich glaube, darauf kann man aufbauen. Ich hätte da aber doch noch gerne eine Frage, weil Joachim jetzt das hohe Lied des der Wirtschaftsplanung, der Planwirtschaft gesungen hat. Taiwan ist doch gar nicht planwirtschaftlich. Taiwan ist ein kapitalistisches Land. Und die haben jetzt die größte Chipfabrik. Wie kommt das denn? Warum haben die das geschafft und anderswo nicht? Ne? Also da kann man ja jetzt nicht sagen, der große Diktator war da zugange. Das ist ja in Taiwan nicht der Fall. Also die Frage ist, wieso ist Taiwan an der Stelle so stark? Ich meine, das sind 23 Millionen Einwohner, das sind natürlich viele auf einer kleinen Insel, aber ansonsten ist das doch nicht so bedeutend. Eine strategische Industriepolitik ist die Antwort, Martin. Also doch planen. Und das Glück, dass sie am Anfang von Philips unterstützt worden sind in den 80er Jahren und dass dann Apple in den letzten 10 Jahren sich von einem zu einem Chip-Design-Entwickler entwickelt hat und dass sie unabhängig werden wollten von Intel und von Qualcomm und auf das Pferd TSMC gesetzt haben. Und das TSMC ist kein direkter Konkurrent zu Apple, weil es ist ja nur ein Chip-Produzent, während Samsung ja auch Smartphones herstellt und ein direkter Konkurrent von Apple ist. Mhm. Und Apple, eines der stärksten Unternehmen von seiner Finanzkraft auch in der Welt. Das ist eine Symbiose Apple-TSMC, die da gewirkt hat. Aber dass es in Taiwan passiert ist, das ist natürlich geostrategisch mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Aber das dahinter. Ja, Amerikaner immer besser, als wenn es in China selber passiert wäre. Das waren Lohnkosten. Der erste Auslöser waren Lohnkosten. Nach Asien. Ja, aber das ist die Story dahinter, dieser Apple
TSMC-Symbiose und ihren zweitwichtigsten Kunden Huawei musste die TSMC opfern, sogar jetzt in dieser strategischen Auseinandersetzung zwischen USA und China. Gell? Die dürfen seit September 2020 nicht mehr ihre High-End-Chips an Huawei liefern oder überhaupt ans Festland. Und das ist enorm. Aber kann, Joachim, ich sehe, du siehst, du hast es in dieser Phase, dieser wunderbaren Phase Deutschland-China erlebt in deiner parlamentarischen Zeit, aber glaubst du, dass das in der Nach-Merkel-Ära mit der neuen Bundesregierung, ob diese China-Politik, die Baerbock jetzt im ersten Interview schon eine härtere Gangart gegen China angekündigt hat, ob das jetzt sich verändern wird aus deutscher Sicht und ob also das nachteilhaft sein wird? Wenn ich eben gesagt habe, dass ich keine Angst vor China habe, dann heißt das nicht, dass ich nicht auch keine Angst vor der deutschen Außenpolitik habe. Ich habe ziemlich viel Angst vor der deutschen Außenpolitik, muss ich wirklich sagen. Also ich habe dort größere Befürchtungen. Es gibt dieses wunderbare Zitat von Sloterdijk. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Bei Frau Baerbock sei der Übergang von der Schülersprecherin zur Kanzlerkandidatin etwas abrupt gewesen. Ich will jetzt nichts gegen Frau Baerbock persönlich sagen und auch jetzt nicht irgendwie hier MeToo und weiß der Geier was. Ich glaube, die Grünen haben einfach einen furchtbaren strategischen Fehler gemacht. Hätte Habeck in der ersten Reihe gestanden, der hätte auch Fehler gemacht und das Ergebnis wäre nicht so viel anders ausgegangen als jetzt, ganz bestimmt. Aber die Grünen hätten ein paar mehr Punkte gehabt und vielleicht auch ein bisschen mehr Gewicht in den Koalitionsverhandlungen, als das jetzt der Fall ist. Davon wäre ich ausgegangen. Also aber Frau Baerbock zur Außenministerin zu machen, ist meiner Meinung nach das, wovor ich im Moment am größten Angst habe. Ich traue es ihr nicht. Sie mag an ihren Aufgaben wachsen, haben viele andere auch getan, aber ich traue es ihr einfach nicht zu. Und diese härtere Gangart gegenüber China, ich weiß nicht, ob das so geschickt ist aktuell. Wirklich nicht. Ich glaube eher, dass die Wackeligkeit des amerikanischen Hegemon in der letzten amerikanischen Legislatur sehr, sehr deutlich gewesen ist. Und ob Biden das hält, das wird man jetzt bei den Midterm-Wahlen sehen. Also ein zu enger Schulterschluss mit den Amerikanern kann nachher auch zum Bumerang werden in der Politik gegenüber China und Russland. Aber Leute wie Jörg Wuttke, der die Industrie- und Handelskammer, die europäische in Shanghai vertritt, Jörg Wuttke, ist ja einer der wichtigsten deutschen Analysten. Auch er hat nach einem Plan B verlangt für die deutsche Wirtschaft, weil er sieht, diese technologische Rivalität zwischen China und den USA zwingt deutsche Unternehmen, doppelte IT-Infrastrukturen aufzubauen. Hä? Und in China ist man willkommen in Feldern, wo die noch aufholen müssen und so weiter, aber in anderen Feldern und so weiter. Also reiner Export aus Deutschland dorthin wird in Zukunft keine Rolle mehr spielen. Die Chinesen haben es verstanden, wie kein anderes Land in der Welt, dass eine Technologie abzuzapfen von Unternehmen, die in China investiert haben, wie kein anderes Land. Das liegt schon alleine dadurch, dass keiner ja einem Joint Adventure eine Mehrheitsbeteiligung haben dürfte und so weiter. Wenn du heute investierst dort als Kapitalanleger, kannst du auch dein Geld in 3% Stücken rausziehen. Das heißt, du musst geostrategische Risiken im Vorfeld von 2-3 Jahren mit einkalkulieren, wenn du da eine Kapitalinvestition machst und so weiter. Also noch einmal, ich glaube, Deutschland ist im westlichen Lager nicht, also es wird sehr kritisch gesehen von Indien, Australien, ja, von all den anderen und so weiter. Das mag auch irgendwie Doppelmoral sein, gell? Die Japaner haben ihre Unternehmen aufgefordert, sich zurückzuziehen, haben sogar Gelder irgendwie als Anreize gegeben und so weiter. Ich glaube nicht, dass die deutsche Politik in dem Merkel-Stil fortgesetzt werden kann, ohne dass wir unsere eigenen Bündnisse mit dem Westen und den anderen beschädigen werden, Joachim. Das ist traurig. Das mag natürlich aber der Fall sein. Nur die Frage ist, ein beschädigtes Bündnis mit Amerika. Das hatten wir ja eigentlich 4 Jahre lang. Ein beschädigtes Bündnis. Ne? Was ist für Deutschland unterm Strich rausgekommen bei den 4 Jahren? Lass mich mal das Thema strategische Autonomie Europas. Wie schaffen das ist ja wir digital das? Nochmal eine ganz andere Nummer. Von daher finde ich es gut, wenn wir jetzt Doppelstrukturen aufbauen, weil was sonst sollte bitte zu einem Aufbau einer digitalen Souveränität in Europa kommen? Da sind wir ja völlig im Hintertreffen. Das sieht man ja jetzt schon. Ich habe das erlebt bei der Schulpolitik in NRW. Ich lebe das jetzt aktuell. Die hosten die Videokonferenzsysteme während der Pandemie bei Amazon in NRW. Ja? Da gibt es Cloud Act, egal. Sowieso, dass die hier nicht Steuern zahlen, egal. Also
Eine staatliche Institution beauftragt einen Unternehmer, der wiederum AWS, Amazon Web Services als Subunternehmer hat, 2500 Rechner für Videokonferenzsysteme für die Schulen in Nordrhein-Westfalen während des Lockdowns von Luxemburg aus betreiben zu lassen. Das Argument, ja, die Serversysteme stehen in Frankfurt. Ja, für den Cloud Act ist das egal, wo die stehen. Ja, also da muss man wirklich mal an dem Punkt sagen, Freunde, wie wollen wir zu einer digitalen Souveränität kommen, wenn wir nicht mal die Steuergeschichten in Europa in den Griff kriegen? Und ich glaube, da ist jetzt mit dieser Globalsteuer von Biden für der Unternehmenssteuer ein vernünftiger Aufschlag gemacht worden. Das hätte auch noch was besser ausfallen können, aber so geht es nicht weiter. Gerade was die digitale Souveränität angeht, sind wir sowas von im Hintertreffen. Da kann ich nur sagen, es ist ein Glücksfall, wenn wir jetzt gezwungen sind, da mal aktiv zu werden. Aber mir geht es nicht nur um die digitale Souveränität, die ist natürlich einer der wichtigsten Bestandteile. Bis zur französischen Präsidentschaftswahl, wo wir, Martin und ich, dann auch was vorbereiten werden für nächstes Ja, das Frühjahr. kann ja auch furchtbar ausgehen, ja. Ja, das kann furchtbar ausgehen, aber gestern hat es eine leichte Entspannung gegeben mit der republikanischen Kandidatin. Es ist nicht der Rechtsaußen bei den Republikanern geworden, sondern die Prégresse. Und mit der könnte ich ja sogar noch leben, sage ich mal. Aber natürlich bevorzuge ich den Macron. Aber wir brauchen, du weißt, Polens Herausforderung des EU-EuGH-Vorrechts, des Gemeinschaftsrechts und die Kritik an der Präambel, Ever Closer Union und so weiter. Das kann es doch nicht sein. Wir müssen doch genau das Gegenteil jetzt erreichen gerade. Genau. Und dann versuchen Kräfte in Europa, so einen Staatenbund von Nationalstaaten wieder irgendwie aus der Taufe zu heben. Die rechtspopulistischen Parteien werden demnächst die drittstärkste oder die zweitstärkste Fraktion im Europaparlament stellen, wenn die sich alle vereinigen, wie es im Augenblick aussieht. Und da ist die Also eine AfD noch Sache ein finde ich Fremdkörper drin. positiv. Dem Scholz traue ich zu, dass er den Polen klar macht. Wenn ihr weiter so verfahrt, wie ihr verfahrt, mit den Unruhen im eigenen Land, überlegt euch, was für Konsequenzen das hat auf europäischer Ebene. Da traue ich dem Scholz zu, dass er da mit den Polen Klartext spricht. Er steht Nicht doch der Baerbock, aber. im Koalitionsvertrag steht doch ein europäischer föderaler Bundesstaat. Mit dem schönen Begriff Subsidiarität. Das muss doch jetzt das Ziel sein in Europa, Ja, oder? da bin ich ganz bei dir, genau. Ja. Und Alles andere, wir haben ver es geht nur, wenn Scholz und Macron, den beiden traue ich das zu. Und da sehe ich auch die Grünen als positiv, dass die FDP die Störgröße in diesem Case, nach meiner Meinung. Die FDP ist überall die Störgröße, aber das hat andere Gründe. Aber Das ist, ja. habt ihr das Zeitinterview mit Scholz gelesen? Jetzt. Na, Der ist nein. ja gefragt worden am Schluss. Der hat ja super unkonkret auf alles, unkonkret auf die Fragen geantwortet. Aber die letzte Frage war super konkret in der Antwort. Wohin geht Ihre erste Auslandsreise? Da hat er gesagt, nach Paris. Alles andere wäre Das Wahnsinn. war auch im Triell der Fall. Im Triell hat er das auch gesagt. Hat die Baerbock gesagt, nach Brüssel. Aber Europa wird geformt durch Deutschland und Frankreich. Das ist richtig, da bin ich ganz bei Deutschland dir. und Frankreich. Deutschland und Frankreich müssen zuerst sich einigen und dann die kleineren Länder überzeugen, weil beide meistens von unterschiedlichen Polen kommen, wird da ein Kompromiss erzielt, dem auch die Kleinen zustimmen können. Das ist jetzt keine Bevormundung der Kleinen. Aber Polen sieht das. Polen will, erkennt, dass Deutschland und Frankreich Europa geformt haben und so weiter und will da eine Änderung herbeiführen. Die merken, genau weil, das ist der gleiche Grund, warum die Engländer ausgetreten sind, weil sie nie diese Beziehung Paris Berlin irgendwie auflösen konnten und dann immer das dritte Rad am Wagen waren. Also, das ist der Ich glaube, Kern Europas. das hat andere Gründe, weil Großbritannien ist immer vom eigenen Habitus her, von der Auffassung von Politik her, konservativ neoliberaler gewesen als die Achse Berlin-Paris. Die haben da nicht reingepasst. Da gab es auch ideologisch, politisch-ideologisch Ja, strategischen das Unterschied. stimmt. Seit Maggie Thatcher ist der in Großbritannien zementiert. Und interessant wird jetzt in Zukunft, wie in diesem internationalen, multilateralen Gewusel jetzt sich der Kaspar in London da verhält, was da passiert. Das Britain wird auch Alone, da nochmal kann ich eine interessant. Buchempfehlung geben. Britain Alone von dem FD-Kolumnist. Ein super Buch, wo alles zusammenfasst. Vom Suez bis Brexit und so weiter. Die ganze Geschichte Britains mit der Europäischen Gemeinschaft und dann später der EU und so weiter. Das ist klar, aber die Briten haben unbeabsichtigterweise mit dem Single Market 1985, 86 sogar das in Gang gesetzt. Sie haben bloß nicht kapiert, dass ein Single Market eine Common Currency
benötigt und so weiter. Sie wollten nur den ersten Schritt machen und den zweiten dann nicht mehr. Und da hat dann der Euroskeptismus Skeptizismus der Engländer begonnen. Und sie wollten sich keinem EuGH unterordnen und so weiter in der Rechtsprechung. Martin, ja. Du hast noch was. Ich wollte noch bei Taiwan, aber da sind wir von abgekommen. Wir sind jetzt, glaube ich, wieder in Gerne Europa zurück. Gelandet. Also ich wollte noch dazu sagen, ein Punkt, der immer unterschätzt wird bei Taiwan, ist, also nicht nur das Lohnniveau, das mag vielleicht auch eine Rolle spielen, auch der gute Zugang zu den Vorprodukten aus Japan, auch der Zugang zu den Primärressourcen aus China, das ist natürlich auch positiv. Aber vor allen Dingen, bei den 23 Millionen Taiwan-Chinesen sind 20 Millionen gut ausgebildet. Das ist nämlich auch ein Land mit gut gebildeten Leuten. Das ist ein Punkt. Also Bildung ist auf jeden Fall ein ungeheurer Schlüssel zu Wohlstand. Und das gibt es anderswo in der Form nicht. Ja, such mal 23 Millionen. Man kann keine Chips-Gabeln produzieren, das ist richtig. Ja. Übrigens ist Taiwan sehr vergleichbar mit Südkorea. Beides waren Halbkolonien Japans. Und wenn wir sich in den Spät-80ern, Anfang 90ern, als der japanische Aufstieg war, diese Staaten mussten eine sogenannte Transformation von einem autokratischen System zu einer Demokratie haben die hinbekommen. Aber mit einer gezielten strategischen Industriepolitik. Es ist ja kein Wunder, dass heute ein Koreaner bei der BIS Chefökonom ist oder andere gesagt haben, die haben nämlich erkannt, dass nur die Hälfte der Story im Kapitalismus wirklich Produktivität für die Menschen schafft. Und der andere, den der Joachim vorhin beschrieben hat, der finanzielle Teil, eben in die Ungleichheit, in die Deindustrialisierung führt und so weiter. Das haben diese Länder erkannt, Joachim. Und das müssten wir wiederentdecken im Westen. Ja, wir müssen diese Finanzialisierung hinter uns lassen. Die Unterbrechung der Lieferketten während der ersten Corona-Krise, man kann ja mittlerweile schon von zwei Corona-Krisen sprechen, war an der Stelle der richtige Warnschuss. Die Frage ist halt nur, kommt der auch in den Köpfen an hier im Westen? Und da habe ich bei manchen so meine Zweifel. Ne? Weil eine völlige Deindustrie, dann haben wir natürlich noch die Klimafrage, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da bin ich eigentlich heilfroh, auch wenn China der weltgrößte CO2-Produzent ist, nach den USA, da bin ich heilfroh, dass chinesische Strategien, egal in welche Richtung die gehen, ob jetzt demokratisch, antidemokratisch oder was auch immer, auf einem wissenschaftlichen Konsens fußen. Also ich glaube schon, dass die Chinesen sehen, was weltweit passiert. Da gibt es keine Klimaleugnung in dem Sinne. Aber die Frage ist halt, Stichwort Solarpanels, welche Schlussfolgerungen für die chinesische Wirtschaftspolitik daraus gezogen werden. Also ich habe in Taiyuan die Schremmmaschinen gesehen für die Kohleförderung in der inneren Mongolei. Die Kohleflöze im Ruhrgebiet sind dagegen flache Wafers, ja. Also die Flöze sind Meter dick, die da abgebaut werden. Wir müssen aber immer auch an unsere Werte denken und so weiter, oder? Wir können ja nicht ignorieren, was diese chinesische Regierung auch macht. Also ihre Surveillance, Überwachungstechnik, dass sie das jedem autokratischen System in der Welt anbietet. Wir kommen doch langfristig in ein, das ist ja die Grand Strategy, wo der Westen sich fragen muss, ob er nicht mit seinen Werten und mit seiner Struktur dann einer von China geführten autokratischen Struktur und so weiter unterliegen wird in absehbarer Zeit und was wir dagegen tun können. Und der Westen. Wir müssen einer Demokratie. Ja, von welchen westlichen Werten redest du denn? Inwieweit treten die denn politisch global zutage oder verleihen sich Ausdruck? Die werden oft instrumentalisiert, ist mir vollkommen bewusst. Und ist eine gehörige Portion Doppelmoral dabei. Wenn du Westler bist, dann gelten die Werte, dann genau, die Portion Doppelmoral. Ne? Die Chinesen sind von ihrer Grundanlage her seit 2.500 Jahren Dialektiker. Meinst du, die merken das nicht? Aber wollen wir wirklich dieses Alternativmodell, was dann wirklich mal eine, wenn es eine Dominanz erfährt, dann werden wir auch, sage ich mal, äußere Beschränkungen, Restriktionen erfahren, uns anpassen zu müssen. Genau wie die ganze andere Welt sich früher diesen europäischen Zwängen unterwerfen musste. Denkt doch daran, wie China hat das 19. Jahrhundert als ein Jahrhundert der Demütigung erfahren. Und als ich in jungen Jahren studiert habe mit chinesischen Austauschstudenten, ist mir immer aufgefallen, die wollen die Wiederherstellung der chinesischen Größe. Das war immer das Reich der Mitte. Und diese Demütigung sollte ungeschehen gemacht werden. Und die wollten es uns zurückzahlen, heimzahlen. Und
also das hat man überall gespürt in den Gesprächen. Und damals habe ich noch mit einer eurozentrischen Überlegenheitsgefühl gedacht, naja, red du mal. Und jetzt 30 Jahre später muss ich anerkennen, oh Gott, war ich damals überheblich. Naja. Wenn du wissen willst, was Rassismus ist, dann frag mal einen Han-Chinesen nach der Bedeutung der eigenen Kultur. Das ist natürlich die Kehrseite. Also wenn ich vorhin von irgendwelchen Werten und Familie und Konfuzius geredet habe, da gibt es schon ein Überlegenheitsgefühl dem Rest der Welt gegenüber. Und das ist auch nicht gerade erst 100 Jahre alt, das ist tausende Jahre alt. Das richtig. Ist so. Ja. Das spielt schon eine Rolle. Great changes unseen in a century. Die nehmen Bezug auf die industrielle Revolution. Die industrielle Revolution Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts hat die Vorherrschaft des Westens begründet gegenüber China. Und der Xi Jinping, dieser Slogan ist 1872 zum ersten Mal im umgekehrten Kontext von einem chinesischen Qing-General gebracht worden, als er die Opiumkriege verloren hatte. Wir sehen hier Veränderungen, die wir in Jahrtausenden und Jahrhunderten nicht erlebt haben. Und die wird jetzt von Xi Jinping umgedreht sozusagen. Jetzt ja, aber allein, dass er die industrielle Revolution nimmt, ja, als Turning Point, ne, zeigt, auf welcher Zeitskala da gedacht wird. Absolut. Wir denken in Quartalen und Shareholder Values, ne? Richtig. Also die meisten. Genau. Und diese Sendung sollte damit geholfen haben, dieses Bewusstsein bei uns mal zu wecken, dass wir in Europa, wie gesagt, von diesem kurzfristigen Denken, es war ja bequem, unter dem amerikanischen Nuklearschirm die letzten 70 Jahre zu leben, oder? Das und, war ja auch langfristig. Ja, natürlich. Der Sloterdijk hat immer gesagt, wir sitzen immer noch im Chefsessel in Europa und es ist bequem, dass wir nicht die Drecksarbeit machen. Wir haben da draußen eine ehemalige Kolonie, die sich verselbstständigt hat, die für uns weltweit die Drecksarbeit erledigt. Das hat Sloterdijk mal gesagt. Er hat recht. Ja, du bist schon ein Fan von dem, habe ich den Eindruck. Nein, ja, man, also, sag mal so, ne? Wenn ich von irgendeinem Philosophen rede, bitte nie Fan. Ich glaube, damit tut man den Leuten Unrecht. Ja. Den muss man kritisch sehen, aber er gibt mir was, man kann sich an ihm reiben und er ist lesenswert. Das würde ich jederzeit unterschreiben. Lassen wir doch die Sendung vielleicht beenden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, Martin. Ja, wir sind 13 Uhr eigentlich durch und die Aufzeichnung darf auch nicht so lang werden, weil uns keiner mehr zuschaut. Also Ich glaube, wir sollten alle hoffen, lass mich noch einen Satz sagen. Ja. Wir sollten alle hoffen, dass diese Spannungen, diese Sache vielleicht doch mit gemeinsamen kooperativen Elementen, weil wir müssen ja alle, wie der Joachim eben schon anklungen lassen, die Chinesen sind keine Klimaleugner und so weiter. Wir stehen vor der größten Transformation in der Energiepolitik und der Struktur unseres Wirtschaftens seit der industriellen Revolution. Kann man sagen, als die Kohle und dann Öl und Gas später, die Fossil Fuels, da unseren Wohlstand und diese Wirtschaftswachstum begünstigt haben. Und da gibt es genug Anknüpfungspunkte, mit China zusammenzuarbeiten, weil wir alle zusammen auf diesem blauen Planeten leben. Ich wollte noch was Positives zum Schluss sagen. Ja. Und Wolfgang Essner, die neue Nummer 1 ist anders. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was da drin steht, aber es ist sehr lesenswert. Ja, also da ist was dran. Ja, gut, dann also jetzt nochmal vielen Dank an Matthias Garscher für doch auch dieses sehr anregende, für diesen sehr anregenden Beitrag. Wir haben ja auch sehr jetzt intensiv diskutiert. Alexander hat im Hintergrund noch ein paar Links gepostet, die auch sehr interessant sind. Ich habe da schon mal mit halbem Auge drauf geschaut. Also das kann ich auch nochmal empfehlen, sich diese Links anzuschauen. Und natürlich vielen Dank an alle Diskutanten jetzt hier und dann auch vielen Dank schon mal an diejenigen, die noch später zuschauen und noch Kommentare schicken. Das ist ja immer ganz schön, dass wir dann auf der Webseite immer noch ein bisschen weiter diskutieren können, zumindest in Form von Kommentaren. Ja, und es gab schon einen kleinen Teaser von Matthias Garscher, dass wir beide noch was machen wollen im Hinblick auf die Wahlen in Frankreich. Da wird es dann sicherlich auch wieder Anlass geben, auch hier in diesem Rahmen zu diskutieren. Ja, aber einstweilen verabschieden wir uns dann. Also, tschüss!